Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen des Programmmanagement-Teams Stadt der Zukunft sehr herzlich zum heutigen Themenworkshop Innovatives Bauen in Österreich tatsächlich nachweislich, Fragezeichen, willkommen heißen. Die vierteljährlich stattfindenden Themenworkshops dienen dazu, aktuelle Projektergebnisse aus dem Bereich der angewandten Forschung, speziell jetzt der Gebäudeforschung, vorzustellen und mit Ihnen, den Anwendern, den Praktikern und auch den Bedarfsträgern zu diskutieren. Das virtuelle Format eignet sich dazu nur beschränkt oder bedingt. Deswegen vielleicht kurz zu den Hausregeln des Webinars. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und wird dann im Anschluss an den Themenworkshop mit den Vortragsunterlagen und mit einer kurzen Dokumentation veröffentlicht. Falls Sie Fragen während der Veranstaltung haben an die Vortragenden, können Sie die gerne im Chat stellen. Wir haben quasi nach jedem Vortrag eine 5-minütige Fragerunde eingeplant. Natürlich würden wir uns in Zukunft wünschen, Sie wieder persönlich in physischen Treffen zu treffen, um gerade den informellen Austausch und die Vernetzung weiter voranzutreiben und auch zu pflegen. Deswegen im Bereich der Bauforschung und der Bauwirtschaft ist es ein sehr bewährtes Format, das wir quasi schon jährlich umsetzen. Jedenfalls wünsche ich Ihnen heute bei der jetzigen Veranstaltung einen interessanten Vormittag und darf jetzt übergeben an Theodor Zillner. Theodor Zillner ist der Abteilungsleiter im BMK, dem Bundesministerium für Klimaschutz, und leitet dort die Abteilung Energie- und Umwelttechnologien. Bitte. Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Der Hannes hat mir ja bereits vorgestellt, also kann ich das auslassen. In aller Kürze, wir treffen uns heute wieder zu einem Themenworkshop Stadt der Zukunft, wie wir das in den letzten Jahren schon oft und oft gemacht haben. Einige von Ihnen waren ja auch, sind auch treue und verlässliche Partner, die uns immer bei diesen Workshops besuchen und mit uns diskutieren. Das heutige Thema ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen verwirrend mit der Aussage, innovatives Bauen tatsächlich nachweislich. Aber uns geht es eben darum, dass wir dieses Thema einmal jetzt mit Ihnen diskutieren wollten, so sehr heute Diskussionen überhaupt virtuell möglich sind. In Wirklichkeit geht es, um es salopp zu sagen, um das Monitoring. Und es geht darum, wie können wir das, was wir geschafft haben, was wir oder Sie in dem Vorjahr natürlich gebaut haben, was Sie wirklich an neuen Ideen umgesetzt haben, wie können wir das messen und bewerten, sodass wir auch wirklich sagen, wirklich eben nachweislich sagen können, das funktioniert. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt auch in den ganzen Diskussionen, wohin sich die Klimawandeldiskussion bewegt, wohin der Klimaschutz geht, was man für Ziele und Grenzwerte festlegt, beziehungsweise aktuell wird ja wieder diskutiert über weitere Verbesserungen, Verschärfungen, keine Ahnung, was rauskommen wird am Ende des Tages in der EU-Gebäuderichtlinie. Und auch dort geht es dann immer darum, wie kann man das darstellen und messen. Und da ist einfach der Punkt, wo ich sage, ich hoffe, dass heute spannende Dinge auf den Tisch kommen, wo wir eben unsere Entwicklungen und Ergebnisse mit welchen Monitoring-Maßnahmen, mit welchen Monitoring-Projekten, mit welchen Monitoring-Tools wir zeigen können, dass energieeffizientes, ressourceneffizientes, daher klimafreundliches Bauen auch wirklich möglich ist. Aber damit möchte ich gleich meine Eröffnung lassen und das Wort den Vortragenden übergeben. Normalerweise hätte ich gesagt, Sie treffen mich dann alle in der Kaffeepause und können Sie mit mir austauschen. Da werden wir bis zum nächsten Themenworkshop leider Gottes noch warten würden. Und in dem Sinne jetzt einmal danke und dass Sie da sind und viel Spaß bei den Vorträgen. Danke, Theodor Zillner vom BMK. Ich würde, bevor wir jetzt starten, mit der Silja Zillner kurz das Programm des heutigen Vormittags mit Ihnen durchgehen. Mit einem Impulsstatement zum Thema, nächste Folie. Genau, mit einem Impulsthema gestalterische Ansätze an das klimafitte Bauen und Sanieren möchten wir quasi die ästhetischen, einen gestalterischen Aspekt auf das Thema werfen, bevor wir dann quasi mit einem Stadt der Zukunft-Projekt, das zum Thema hatte, den Smart Readiness Indikator für Österreich zu definieren, also quasi eine Intelligenzfähigkeitsindikator für Gebäude. Das wird nicht Johannes Wechner übernehmen, sondern der Armin Knotzer, also Projektpartner.
Im Anschluss daran wird der Robert Lechner, und das war auch Teil des letzten Themenworkshops, kurz präsentiert von der Beate Lubitz-Prohaska, das Technologiemonitoring Innovatives Bauen in Österreich einen aktuellen Überblick über innovative Technologien im Gebäudesektor darstellen. Nach einer kurzen Pause gehen wir zum zweiten Teil. Da wird Thomas Roskopf, Nachbauer vom Energieinstitut Vorarlberg, ein Monitoring-Projekt vorstellen, in dem 100 Leuchtturmprojekte gemonitort, gemessen, bewertet wurden. Und am Ende der Veranstaltung ein weiteres Monitoring-Projekt, vorgetragen von Paul Lampersberger, E7 Energiemarktanalyse, zum Thema D-LED Monitoring, Demo-Light, Impact Monitoring und messtechnische Untersuchung von den energieeffizienten Gebäuden. Gut, somit würde ich überleiten zum ersten Vortrag und darf recht herzlich begrüßen eine ausgezeichnete Impulsgeberin mit Silja Tilner. Professor Magistra Silja Tilner ist Architektin und Stadtplanerin, die in beiden Berufsfeldern ihre Anliegen für ökologische Planung seit 20 Jahren umsetzt oder mehr, also länger als 20 Jahre. Das Spektrum reicht von Sanierung über Umbau bis hin zu innovativen Neubauten. Silja Tilners Interesse gilt dabei besonders der Wechselwirkung von Städtebau und Architektur. Ich darf jetzt Silja Tilner bitten, die Präsentation zu teilen und den Vortrag, also the floor is yours, im virtuellen Raum. Und unmuten. Ich glaube, wir haben schon einen Test davor gemacht, es funktioniert. Wir können es sehen, ne? Ja, wir können es sehen. Ach, können Sie es sehen? Ja. Und okay, noch die Präsentation starten bitte, also im Vollbildmodus. Ja, ja, okay, sehr gut. Danke. Na wunderbar, dann wünsche ich einen schönen guten Morgen auch meinerseits und möchte mit meinem Vortrag beginnen. Der heißt Gestalterische Ansätze an das klimafitte Bauen und Sanieren. Ein bisschen ein sperriger Titel, aber ich glaube, es passt ganz gut, weil es geht einfach darum, dass man wirklich gesamtheitlich, holistisch die ganzen verschiedenen Themen, die uns jetzt beschäftigen im ökologischen Planen und als Reaktion auf die Klimakrise zusammen betrachtet. Und da muss ein Umdenken stattfinden in der klassischen Art, wie Architekten gewohnt sind zu arbeiten und Stadtplaner. Das heißt, man muss wirklich diese gesamten Aspekte der Kreislaufwirtschaft auch berücksichtigen. Und ich bin sehr positiv gestimmt, dass diese Themen der Kreislaufwirtschaft jetzt wirklich, also das sollte euch nicht weitergehen, dass die Themen der Kreislaufwirtschaft jetzt so präsent sind im allgemeinen Denken auch der Stadtverwaltungen. Also sowohl in Brüssel wird gerade die Verordnung umgeschrieben in diese Richtung und auch die Stadt Wien setzt jetzt ganz aktuell, das wird ab März, werden auch neue Richtlinien kommen, auf die Themen der Kreislaufwirtschaft. Und das bietet eigentlich einen sehr guten Ansatz, um das Ganze, die ganze Planungsphilosophie diesen Titel unterzuordnen. Und ich finde dieses Butterfly-Diagramm von der Ellen MacArthur Foundation eigentlich wirklich sehr gut, weil es zeigt einfach diese ganzen Kreisläufe und Zusammenhänge. Und was aber jetzt wichtig ist, wenn ich jetzt auf die Gebäude fokussiere, das Thema der Kreislaufwirtschaft auf die Gebäude, dann sieht man da ich zum Beispiel sehr gut, dass wenn ich die verschiedenen Komponenten und Schichten eines Gebäudes hernehmen, dass da ganz unterschiedliche Lebensdauern sind. Also natürlich das Grundstück hat die längste Lebensdauer, aber eben zum Beispiel die Struktur, also die ganze Statik hat auch eine sehr lange Lebensdauer und dann wird das natürlich zunehmend weniger. Also die technischen Einrichtungen zum Beispiel sind da mit 40 Jahren angenommen. Das halte ich schon für sehr, sehr
optimistisch. Es ist aktuell, also wir haben auch mein Partner, der Architekt Willinger und ich, wir leiten ja das Büro zusammen und wir haben die Corona-bedingten Reisebeschränkungen und Ruhephasen dazu genutzt, auch sehr intensiv in Forschung und Weiterbildung zu investieren. Und in dem Zusammenhang haben wir an der Donau-Uni Krems einen Lehrgang zur Kreislaufwirtschaft im Hochbau besucht und da ist aus den besten Beiträgen entsteht jetzt ein Leitfaden und der wird, ich glaube, diese Woche schon publiziert werden. Ja, die 10 erster Kreislaufwirtschaft, wir haben auch im Zuge der Erstellung dieses Leitfadens uns überlegt, wie wir diese 10 erst auf das Bauwesen, also auf den Hochbau umformulieren können. Das haben wir natürlich nicht erfunden, aber das haben wir uns doch irgendwie an verschiedensten Orten zusammengesucht. Und ich glaube, dass es schon also so eine neue Art zu arbeiten sein kann, wenn man sich eben genau überlegt, was diese 10 R's auf mein jeweiliges Projekt bedeuten. Und da sind eben auch ganz viele Themen dabei, die zum Beispiel wie Sharing, also Mehrfachnutzung von den Räumen oder auch von Fahrzeugen. Also das sind Themen, mit denen sich Architekten ja normalerweise nicht so beschäftigen. Und was aber auch spannend ist, dass zum Beispiel dieses Sharing, also dass man Räume eben der Allgemeinen zur Verfügung stellt, das ist ja im sozialen Wohnbau in Wien schon lange wirklich ein Thema, dass das auch verlangt wird. Und es ist aber oft so, dass das diskutiert wird, ob es diese Räume wirklich braucht und ob die wirklich angenommen werden. Und ich finde auch in dem Sinn von Reduce, also dass man nicht lauter Dinge schafft, die dann jeder nur für sich hat, kann man das so quasi ganz neu argumentieren. Und wir haben jetzt auch schon also bei neuen Aufträgen Auftraggeber mit so einer Liste konfrontiert und gemeint, ob sie sich dazu auch committen können. Weil ich glaube, man sollte, wenn das nicht der Fall sein kann, gar nicht mehr so einen Planungsauftrag annehmen. Also das Reuse ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, auf das werde ich dann im weiteren Vortrag noch eingehen. Da ist es auch wichtig, dass man eben das wirklich auch im weitesten Sinne als Reuse von Gebäuden betrachtet, also dass man den Bestand nutzt. Ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiges Thema, dass wir nicht mehr abreißen und neu bauen dürfen. Da gibt es in Wien ganz aktuelle Beispiele, wo riesige Betonbürogebäude jetzt abgerissen werden und durch Neubauten ersetzt werden, obwohl man sehr wohl die Struktur hätte weiterverwenden können. Ja, das ist natürlich von privatwirtschaftlichen Organisationen, die dann rechnen, okay, dann kann ich 2 Geschosse mehr drauf setzen und das diese Art zu rechnen und diese Art zu planen, die sollte wirklich der Vergangenheit angehören. Und die Stadt Brüssel wird jetzt eine neue Regel erlassen, dass man Gebäude überhaupt nur noch abreißen darf, wenn man eine ganz intensive Beschäftigung mit dem Bestand vorlegen kann und nachweisen kann, dass der absolut nicht mehr reparabel ist. Ich gehe jetzt im Detail, Sie bekommen diese Liste ja und Sie sind ja auch Experten, gehe ich jetzt im Detail nicht mehr so drauf ein, aber die Liste ist schon hierarchisch von oben nach unten. Also die oberen Punkte sind wirklich wichtiger, weil zum Beispiel Recycle ist ja meistens eigentlich ein Downcycling. Also das heißt, es ist sehr schwierig, aus recycelten Materialien wieder die gleiche Qualität herzustellen. Und deswegen ist das eigentlich schon so quasi die letzte Recycle und Recover ist dann schon so die letzte Stufe. Also es wäre wesentlich besser, wenn man in den oberen Phasen, vor allen Dingen durch Rethink, das überhaupt vermeidet. Und unter diesem Aspekt der 10 erster Kreislaufwirtschaft ist es dann eigentlich auch ganz schön, mal so die eigene Arbeit Revue passieren zu lassen. Und wie der Hannes Warmuth in der Einleitung schon gesagt hat, beschäftige ich mich schon seit vielen, vielen Jahren mit diesen Themen und vor allen Dingen in der Stadtplanung bin ich eben sehr froh, dass ich da doch schon an einigen großen Projekten mitwirken konnte. Und Stadtplanung hat einfach einen sehr, sehr langen Zeithorizont. Und ich habe begonnen, wie ich jung war, einen Downtown Revitalization Plan für Los Angeles mitzuentwickeln. Und damals haben alle gemeint, ihr seid ja völlig verrückt, den Downtown wird doch nie mehr leben. Das wird immer, die Leute werden immer mit dem Auto nach Hause fahren wollen, vor allen Dingen in so einer Stadt wie Los Angeles.
wo man mehr leben kann und downtown in einem klimatisierten Hochhaus arbeiten kann. Aber es ist wirklich interessant, also jetzt 30 Jahre später nach Entstehung, also fast 30 Jahre später nach Entstehung des Plans, das war in den Mitte der 90er Jahre, passiert das, was vorhergesehen wurde, also verkehrsberuhigte Straßen, eben leerstehende Bürogebäude werden in Wohngebäude umgewandelt und die Menschen wohnen auch dort und fahren mit der U-Bahn. Also natürlich noch nicht alle, aber es beweist einfach, dass man in langen Zeithorizonten denken muss in der Arbeit, vor allen Dingen in der Stadtplanung. Und das Gürtelprojekt war auch so ein Fall. Stadtautobahn, Sie kennen sie alle, war einfach ein schlechter Ort, nur von einer Verkehrshölle und obendrein negativ besetzt vom Image, aber gleichzeitig ein wichtiger Verkehrsträger mit den ganzen U-Bahn-Stationen der U6, also für die Bevölkerung ein ganz wichtiger Ort, den man nicht einfach vermeiden konnte, wie der Rest der Bürgerinnen Wiens. Und deswegen war diese Aufwertung im Zuge des ersten EU-geförderten Projekts Österreichs, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Schritt. Also wir haben uns ja auch mit den ganzen Bezirken, also im 16. Bezirk, also den ganzen in die Tiefe hinein auch damit beschäftigt. Da wurden zahlreiche Projekte entwickelt über einen Zeitraum von fast 10 Jahren hinweg. Was Sie heute noch gut sehen können, ist eben die Belebung durch die Stadtbahnbögen, also die Revitalisierung von leerstehenden Viadukten, was auch wirklich ganz viele Aspekte hier berücksichtigt. Also es ist natürlich refurbished, also sie sind renoviert worden, aber sie sind auch einem neuen Nutzen zugeführt worden und repurposed. Also es gab einfach so eine ganze neue Sinnhaftigkeit für die Gegend. Und es sind vor allen Dingen, und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, also Restflächen, wenn man baut, Restflächen zu bebauen. Und ich sage das wirklich deswegen, weil viele glauben, ein ökologisches Gebäude, Null-Energie, Plus-Energiehaus zu entwerfen, würde reichen. Das reicht eben nicht, weil wenn das an der falschen Stelle steht und die Leute mit dem Auto dorthin fahren, dann ist das eben gar nicht ökologisch, also einen Auftrag, wo jemand im Grünen sich ein Passivhaus bauen lassen will oder ein Plus-Energiehaus und dann mit zwei SUVs dorthin fährt, den Auftrag muss man einfach ablehnen heutzutage. Gott sei Dank hat sowas eh noch niemand von uns verlangt, den Konflikt hatten wir noch nicht. Ja, aber jedenfalls, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wenn man baut, man sich auf Restflächen fokussiert, da gibt es einfach ganz viel. Ich habe auch so, wenn ich unterrichte, den Studenten immer diese Aufgabe gegeben, so mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen und zu suchen nach diesen übrig gebliebenen Orten. Und die sind natürlich gut zu finden entlang von Verkehrsachsen, weil in der Verkehrsplanung, in der Straßenplanung immer sehr großzügig Flächen gewidmet wurden. Und die sind heute, da kaum mehr jemand Straßen verbreitern will, sehr gut geeignet, um sie neuen Nutzungen zuzuführen. Aber ein weiterer Aspekt ist, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, und ich finde, Architekten und Stadtplaner sollten auch selbst Aufgaben identifizieren lernen, dann sieht man zum Beispiel auch leerstehende Gebäude. Und das ist ja für mich auch eine positive Entwicklung, dass jetzt gerade seit Corona in den letzten 2 Jahren ganz viel diese Themen Bodenversiegelung, auch durch die Ausstellung im AZW, Bodenversiegelung und Leerstandsaktivierung, das Schlagworte geworden sind, wo, glaube ich, jetzt schon jeder Haushalt weiß, was das bedeutet. Und da gibt es einfach zahlreiche Beispiele. Und ein inspirierendes Beispiel ist eben eine ehemalige Schule, die jetzt schon seit 2017 leer steht und die wir zum Ausgangspunkt eines Forschungsprojekts genommen haben. Also die Stadt Wien hat zugestimmt, dass wir dieses leerstehende Gebäude als Forschungsobjekt nutzen. Also es gibt keine Pläne, was damit passieren soll. Es ist architektonisch sehr wertvoll, aber gleichzeitig energetisch eine Herausforderung. Und wir haben das identifiziert in einem interdisziplinären Forschungsteam, das Sie hier eh aufgelistet sehen, wo viele namhafte einzelne Institutionen und Universitäten dabei sind. Wir haben das identifiziert als ein perfektes Studienobjekt, weil man eben so viele Themen gleichzeitig an dem abarbeiten kann und daraus exemplarisch Lösungen entwickeln, die dann auf andere Situationen übertragbar sein sollen. Also was eben für uns ganz wichtig ist in
diesem Forschungsprojekt ist, dass man da nicht eine Einzellösung oder eine klassische Architekturplanung macht, sondern dass man gesamtheitlich voneinander abhängige Konzepte entwickelt, die dann übertragbar sind. Und in dem Fall zum Beispiel eben auch den Städtebau, die Einbindung der Bürgerinnen. Da hat also jetzt mit FH Technikum, mit Soziologen eine Umfrage begonnen, was die Nachbarschaft davon hält, aber eben auch zum Beispiel Maßnahmen wie Begrünung, Gebäudebegrünung, Grünstadt Grau ist mit im Team und spielt eine ganz wichtige Rolle, weil man eben durch Begrünungsmaßnahmen auch sehr, sehr viele klimatische Themen angehen kann. Ja, auch nur so kurz zusammengestellt, so dass die Vielfalt der Arbeit, der wir uns stellen, wenn wir uns eben diesem Thema Repair, Reuse uns damit beschäftigen. Also links oben sehen Sie auch mein eigenes Haus, ein denkmalgeschütztes Objekt, das ich sorgfältig renoviert habe, ohne, ja, praktisch ohne Änderungen vorzunehmen, und wo man dann feststellt, dass auch Architektur der 30er Jahre unglaublich zeitgemäß sein kann. Und wenn man sich auf das einlässt, nicht alles ändern zu wollen, dass so eine gewisse Bescheidenheit an den Tag legt, man eigentlich reduce, also mit einem Minimum an Maßnahmen, sehr viel erreichen kann. Ja, ein anderes wichtiges Beispiel von uns ist eben Skyline Spittelau. Ich glaube, das ist ein deswegen passendes Beispiel, weil es auch die Aktivierung eines Brownfield-Sites ist, also eines. Das war ein brachliegendes Grundstück. Das wäre, wenn wir nicht gekommen wären, heute noch unbebaut, weil das war ein Materiallager der Wiener Linien und ein Grabsteinlager und so ein halblegales Bordell. Also es war eine wilde Mischung, die dort war. Und das war einfach nicht genutzt. Und es ist aber best erschlossene Infrastruktur. Wir haben U6, U4, Schnellbahn. Und unsere Idee war, also dieses Grundstück zu aktivieren, das Sie also da sehen, in dieser so sich mondsichelförmig zwischen inneren und äußeren Döblinger Gürtel gelegen. Und wir sind dann eigentlich an die Stellen herangetreten, an die Eigentümer, die Wiener Linien, aber auch die Stadt Wien, ob man da nicht was machen könnte. Und das war dann ein langer Prozess, aber es ist tatsächlich dann in einem Wettbewerb gemündet, den wir gewinnen konnten, weil das Grundstück so kompliziert war, dass außer uns, glaube ich, sich niemand damit ausgekannt hat. Und wir dann da wirklich ein maßgeschneidertes, sehr komplexes Gebäude dort integrieren konnten an diese Stelle. Und ich empfehle jedem mal in diesen Hof zu gehen. Das sind ganz nette Lokale und es ist so ein halb öffentlicher Raum entstanden. Also das war uns auch ganz wichtig, dass das öffentlich zugänglich ist. Es sind neue Verbindungswege entstanden. Also die Bürger können jetzt über diese Brücke aus der U-Bahn-Station Spittelau direkt nach Döbling rüber. Das ging früher auch nicht. Die bohrt sich durch den Otto-Wagner-Pfeiler, auf dem unser Haus steht, also die Statik, die Bauingenieure, Werkraum Wien hatten, glaube ich, größte Herausforderungen. Auf das möchte ich auch kurz eingehen, weil es einfach so viel mit diesen Themen Reuse und aber auch Reduce zu tun hat, weil oft sind Auftraggeber nicht bereit, zum Beispiel für Ingenieurleistungen ein ordentliches Honorar zu bezahlen, und das bekommt dann der Billigstbieter zum Zug. Und arbeitet dann eben so, dass er alles überdimensioniert, dann muss man nämlich weniger rechnen. Und wenn wir aber reduce, also speziell auch von Beton, Stahl, also wertvollen Baustoffen, wenn wir das erreichen wollen, dann muss man Zeit in die Planung investieren. Also ich glaube, dass diese Themen der Kreislaufwirtschaft auch dazu führen sollten, dass man eben die Vergabeprinzipien hinterfragt. Also eben, es darf in keinem Fall also ein niedriges Honorar entscheidend sein. Und hier sieht man eben zum Beispiel die große Leistung, also die wir hier mit den Ingenieuren erbracht haben, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen auf dieser historischen Struktur aufbauen und aber ein Minimum an Intervention, ein Minimum an Lasten und diese Lasten sehr intelligent in den Bestand abtragen. Und deswegen sehen Sie hier so V-Stützen, die da, wo der Otto Wagner, der ein sehr nachhaltiger Architekt war, weil seine Gebäude sehr flexibel sind, wo da die Lasten genau in diese Pfeiler abgetragen werden, wo die dann noch innerlich verstärkt werden mussten mit so Betongrenzen bei den Durchgängen. Aber es war also möglich, technisch sich auf diesen Bestand draufzusetzen mit einem dreigeschossigen neuen Bürogebäude, weil aber auch der Bestand, muss man dazu sagen, für bewegliche Lasten von Dampfloks
statisch dimensioniert war. Aber auch das sehr nachhaltig, sowas nicht brach liegen zu lassen, sondern tatsächlich als Sockel für etwas Neues zu nutzen. Und auch das Denkmalamt war da sehr intensiv in die Planung involviert und hat das sehr unterstützt, wie überhaupt viele unserer Projekte sich im denkmalgeschützten Kontext abspielen. Eben zum Beispiel auch die Windtalterrasse links oben, das Windtal ist ja auch ein denkmalgeschützter Raum. Und das war zum Beispiel so eine Brachfläche, wo gar nichts stattgefunden hat. Und nachdem aber nach Verdichtung ein weiterer wichtiger Aspekt ist, um das Wohnbedürfnis decken zu können, fehlt es natürlich im dicht verbauten Wiener Raum an Grünflächen. Und da ist es uns eben gelungen, an einem Ort, wo eigentlich keine Grünflächen sind, in Form einer Terrasse, die über das Windtal auskragt, einen sehr attraktiven Ort zu schaffen, der, was mich auch sehr gefreut hat, immer schon gut angenommen wurde, aber in den letzten 2 Jahren ganz intensiv, hat man eben Leute dort gesehen, die das Ganze in unserem Sinne als erweiterte Terrasse ihrer Wohnung betrachten und dort vom Frühstück angefangen den ganzen Tag die Terrasse nutzen. Ja, Sie sehen aber auch zum Beispiel Schottenring, Revitalisierung eines denkmalgeschützten Bürogebäudes, wo wir dann eben die ganzen Aspekte der energetischen Verbesserung, aber gleichzeitig auch des Denkmalschutzes berücksichtigen. Und da in dem Fall mussten wir einen Neubau, das ist das Haus der Europäischen Union, dazustellen. Das war einer der wenigen Fälle, wo wir tatsächlich etwas abreißen mussten, aber da befand sich das alte Gewerkschaftsgebäude aus den 50er Jahren, ein Nachkriegsbau, der also absolut nicht mehr sanierbar war, weder energetisch noch architektonisch. Und der dann also das ja präzise hier entfernt wurde und durch diesen Neubau, wo sich jetzt das eben die Europäische Union, die Kommission und das Parlament ihren Sitz in Wien haben. Und unser letztes Beispiel aktuell sind die Tribünen Kriau, also wo wir eben auch sehr intensiv uns mit dem Denkmalschutz beschäftigt haben. Hier noch so ein Blick auf das Haus der Europäischen Union, das jetzt zwischen dem denkmalgeschützten Gebäude eingefügt wurde. Und die Kriau, wo eben, das war sicherlich eine der schwierigsten Aufgaben, weil es hat sich hier um eine Trabrennbahn gehandelt. Also die Trabrennbahn ist ja noch dort, aber um die Zuschauertribünen ungedämmte Stahlbetonkonstruktionen, übrigens die ersten, die in Österreich gebaut wurden. Natürlich schwerster Denkmalschutz und die Ausgangslage war, dass eigentlich seitens des Denkmalamts die Ansicht war, man sollte die einfach offen lassen. Das Problem war aber, dass die seit Jahrzehnten schon leer standen und in einem extrem gefährlichen Verfallszustand waren und deswegen eben diese Lösung dann da Büros hineinzuplanen, dann doch sich als die beste Lösung herausgestellt hat. Und es waren im Innenraum zahlreiche Restauratoren beschäftigt, also um eben auch die ganzen Innen, Sie sehen da rechts oben die Geländer, das alles freizulegen und zu restaurieren und zu sanieren. Und das ging wirklich erstaunlich gut. Und der Auftraggeber Value One hat auch sein eigenes Headquarter dort und die ganze Planung im Detail, in der Ausführungsplanung wurde dann von Architekt Kohlbauer gemacht. Ich habe das hier dazu geschrieben. Aber bitte schon langsam zum Schluss kommen. Ja, dann würde ich sagen, wenn ich jetzt zum Schluss kommen muss, überspringe ich jetzt diese Gegend in Mailand. Ich möchte nur auf das eingehen, insofern, dass das ein weiteres wichtiges Thema wird, dass man sich mit den Nachkriegssiedlungen und den ganzen Zwischenräumen beschäftigen muss, nicht nur energetische Sanierung dieser Gebäude, sondern eben auch, wie man die Freiräume dazwischen verbessern kann, die Gebäude begrünen kann und als guten Ansatz auch natürlich auf die Sanierungszielgebiete der Stadt Wien hinzuweisen, auf die Blocksanierungen, wo wirklich zahlreiche spannende Projekte entstanden sind. Und ein sehr gutes Beispiel in Wien, das viele aus sozialen Gründen kennen, aber vielleicht nicht so sehr aus dem Aspekt der Kreislaufwirtschaft, ist eben die Wien-Zierast, weil dort auch in einer Werkstatt, also mit den Obdachlosen, die dann dort eingezogen sind, Dinge hergestellt wurden, also Möbel für die Terrasse und so weiter, wurden selbst in der Werkstatt aus
recycelten Materialien gebaut. Und enden möchte ich jetzt einfach so auch mit einem internationalen Ausblick. Also Brüssel hat sich ja zur Stadt der Kreislaufwirtschaft ernannt. Wir waren da jetzt auf einer Exkursion und haben ganz spannende Projekte besichtigt, wo zum Beispiel aus einem ehemaligen Postbahnhof wirklich ein sehr, der auch schon lange leer stand, Gare Maritime, wirklich ein ganz tolles Zentrum für Arbeitsplätze, Büros, Geschäfte, Orte der Begegnung entstanden ist und jetzt auch noch durch Wohnbauten erweitert wird. Natürlich Rotor hat seinen Sitz dort. In Wien gibt es die Materialnomaden. Also diese letzte Phase, dass wirklich diese Materialaufbereitung, dass man eben Material aus Abbruchsituationen wiederverwertet. Und ich möchte da eben noch auf diese Grafik hinweisen. Also die deckt sich so, die schließt den Bogen zu der, die ich am Anfang gezeigt habe. Also dass das Grundstück oder die Struktur natürlich in der Lebensdauer eines Gebäudes sicher nur einmal gewechselt wird oder gar nicht. Die Gebäudehülle auch nicht so oft. Aber man sieht eben, wenn man zu den technischen Systemen kommt, aber vor allen Dingen was Stuff heißt, also die ganzen Möbel, dass das sehr oft wechselt. Und ich glaube, da kann man einen sehr großen Beitrag leisten. Und ich ende jetzt hier, weil ich glaube, meine Zeit um ist, aber ich habe dann auch noch so einen kleinen Anhang und wie gesagt, eine Kurzfassung des neuen Leitfadens angehängt, wo auf diese ganzen Aspekte hingewiesen wird und auch neue Geschäftsmodelle, wie dass man eben die Dinge nicht mehr kauft, sondern mietet. Das ist dann hier im Anhang, aber auf das gehe ich jetzt nicht mehr ein und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Danke für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön, Frau Thielner. Nachdem ich jetzt im Chat keine Frage ad hoc sehe, hätte ich vielleicht eine Frage. Nachdem wir schon in Haus der Zukunft, aber auch in Stadt der Zukunft Monitoring-Projekte in Auftrag geben, wo es sehr stark quasi die Energieeffizienz im Vordergrund steht oder quasi auch die sozialwissenschaftliche Untersuchung, also die Nutzerinnenzufriedenheit, ist es vielleicht für mich interessant, die zukunftsfitten Gebäude, und das Thema hier war eben sehr stark Kreislauffähigkeit, Kreislaufwirtschaft, Ressourcenverbrauch, quasi wie man das messbar machen kann, welche Indikatoren jetzt an Material unabhängig vielleicht, wie könnte man einen so zukunftsfitte Gebäude in der Bewertung, im Monitoring hinsichtlich der Kreislauffähigkeit, welche auf den Boden bringen? Naja, auf jeden Fall. Es gibt ja schon ganz gute Tools, die Lifecycle Costs zum Beispiel zu berechnen. Also E7 tragt ja jetzt auch dann noch vor, die haben ja auch sowas entwickelt. Es ist die Lebenszykluskosten einfach in der Bewertung schon zu berücksichtigen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, vor allen Dingen in einer frühen Planungsphase, nicht erst später. Und da hätte man schon in einer frühen Phase quasi ein Indikator. Ich glaube, dass es eben ganz wichtig ist, die Weichen schon richtig zu stellen, damit dann eben nachher im Monitoring nicht andere Ergebnisse rauskommen, als die man sich die Ziele gesetzt hat. Und die sind ja klar, also das CO2-Verbrauch nicht nur zu reduzieren, sondern neutral zu sein mit den Projekten. Gut, dann sage ich danke für den Impuls, der quasi auch einen Blick hinsichtlich neuer Indikatoren und Kriterien an den klimaneutralen Gebäudesektor wendet und komme jetzt quasi zum ersten Projekt, das ein Stadt der Zukunft Projekt ist. Also danke, Frau Thielner, herzlichen Dank. Und bitte jetzt den Armin Knotzer, das Video zu aktivieren, genau. Wie gesagt, Armin Knotzer, AE Intec in der Steiermark, das Gleisdorf. Armin Knotzer arbeitet jetzt seit mehr als 20 Jahren im Bereich Energie und Gebäude, ist seit 13 Jahren Projektleiter bei der AI-Intec und seit kurzem Vorstand der Genossenschaft Renovave, das neue Innovationslabor zum Thema Sanierung. Und er hat das Projekt betreut SRI, das ist der Smart Readiness Indikator. Er wird es kurz vorstellen und auch die Übertragbarkeit dieses EU-weiten Indikators auf Österreich, die Überlegungen und die Ergebnisse des Projekts vorstellen. Bitte, Armin. Danke, Hannes. Hörst du mich gut? Oder hört sie mich gut? Ja, funktioniert bestens. Super.
Smart Readiness Indikator, Bewertungsschema und Chancen für intelligente Gebäude, das war ja ein Projekt 2018-19 schon, das heißt so ein bisschen her, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich dabei sein kann, weil diese Aktivitäten weitergehen über eine Studie, die über einen Klima- und Energiefonds im Moment läuft. Das heißt, ich kann da auch aktuell kurz einen Ausblick dann geben, wie das weitergelaufen ist. Jedenfalls das Projekt war damals eben deswegen auch meine Kollegen hier, Johannes Fechner, Thomas Zelger und Angela Berger von Sie von Smart Grids Austria, gemeinsam mit denen erarbeitet. Deswegen stehen sie auch hier. Ich war Projektleiter und ich werde kurz eine Übersicht geben über Begriffe, Motivation und Ziele, natürlich seitens der EU. Dann, was haben wir gemacht? Wir haben auch Stakeholder befragt, ja, im SAI Austria, da bringe ich ein paar Dinge. Ich werde auf die SAI-Methodik für Österreich vor allem eingehen, weil ich glaube, die Vito-Methodik der EU, das zu erklären, wird zu viel Raum und Zeit auch beanspruchen. Und dann gebe ich, wie gesagt, einen aktuellen Ausblick. Ihr wisst alle EU-Ziele, wir haben da doch einige, obwohl man sagen muss, die sind gar nicht leicht zu finden und auch nicht wirklich so rausgekehrt aus meiner Sicht. Also da könnte man seitens EU sicher auch noch mehr machen. Es ist immer wieder von Zielen die Rede, aber sehr unterschiedliche Veröffentlichungen und Presseaussendungen. Was ich aktuell gefunden habe, beziehungsweise diese Ziele bis 2050 ist, und da ist, greife ich nur eines raus, größere Rolle des Stromanteils, den wir ja alle erwarten, logischerweise ist dort bei der EU aktuell angegeben mit 36-39% dann an der Endenergienachfrage, weil wir immer so reden, ja, wir haben so großen Stromanteil in Zukunft, das ist gar nicht so groß, wie man hier sieht, das heißt, es verbleibt noch immer ein großer Anteil auch für den Wärmesektor, das dürfen wir nicht vergessen bei all den Diskussionen, aber natürlich müssen wir runter mit dem Energieverbrauch und rein in die Erneuerbaren. Ein bisschen, was ich auch aufgreifen möchte in der EU-Gebäuderichtlinie, war schon ein bisschen ein Gegensatz oder ein Widerspruch. Einerseits habt ihr dort schon Werte für Gebäudeautomatisierung. Man muss dort schon für größere Gebäude eine Automatisierung einführen. Das wird jetzt noch stärker kommen in den nächsten Überarbeitungen. Und versus aber dieses, man soll auch das Vertrauen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern oder Nutzer, Nutzerinnen über die erweiterten Funktionen tatsächlich quasi erwecken und das auch in Einsparungen münden. Und wir wissen aus der Praxis, da gibt es schon noch große Diskrepanzen. Also wie man das auflöst, wird spannend. Jedenfalls sind das Ziele, die auch drinstehen. Und jetzt nochmal, um das mit Daten für Österreich zu unterfüttern, der Johannes hat sich da mal die Mühe gemacht, wenn wir die grünen Balken anschauen, dort wollen wir hin auf jeden Fall in Richtung 2050, also Bruttoinlandsverbrauch massiv runter und erneuerbare Energie, Biomasse, Erdgas, Öl, natürlich Erdgasöl nur ein ganz kleiner Anteil und die anderen Anteile auf jeden Fall massiv rauffahren. Was hat jetzt die Gebäuderichtlinie konkret zum Smart Readiness Indikator gesagt, auf Deutsch übersetzt Intelligenzfähigkeitsindikator, spätestens 1.1.2026 verpflichtend und jetzt quasi seit der Verordnung Ende 2020 ist klar, dass jetzt eine Testphase kommt. Die wurde jetzt gestartet im Dezember 2021 seitens EU, also auch verspätet, mit einer SAI-Plattform, auf der man sich austauschen kann. Dazu ist wieder eine dritte Vito-Studie, also ein Konsortium rund um Vito in Belgien hat eine dritte Studie beauftragt bekommen, wo sie diese Testphase quasi der Mitgliedsländer bis 2025 begleiten dürfen. Die Studie selber ist nicht so lang, die ist begrenzt, glaube ich, bis 2023, aber dann wird sicher Nachfolge geben. Nur, dass aktuelle Entwicklungen hier halt ihr auch wisst. Aber hier steht halt drinnen, auf jeden Fall bestimmte Ausstattungen und Eigenschaften eines Gebäudes sollen bewertet werden. In Bezug auf intelligenten Betrieb, Anforderungen der Bewohnerinnen eben als auch der Energienetze sollen Berücksichtigung finden. Und auch soll das, wenn möglich, freiwillig vorzugsweise in den Energieausweis integriert werden, obwohl das eben wirklich dann Entscheidung der Mitgliedsländer ist.
Wir haben eine Befragung dann durchgeführt. Wie gesagt, die ist jetzt aber schon 3 Jahre alt. Aber grundsätzlich wollten wir mal abfragen damals, wie stehen die Stakeholder überhaupt zur Einführung eines Smart Readiness Indikators? Wir haben da verschiedenste Leute befragt und da ist schon klar rausgekommen, ja, sie wären eigentlich dafür, prinzipiell. Wir haben kurz natürlich erklärt, was das sein soll. Die Leute haben eindeutig gesagt ja, weil da haben wir ja schon unterschiedliche Stimmen vorher gehört. Und auch, wie sollte sich Österreich bezüglich des SAI in Europa positionieren, war auch klar, eine Antwort zu 2/3 ungefähr Vorreiterrolle einnehmen und nicht abwarten oder aktiv ablehnen, war schon spannend. Und was auch interessant ist, wer kann aus der Einführung eines SAI Nutzen generieren? Das sagten damals zumindest viele, auch Energieversorger und Netzbetreiber. Und das Interessante ist, dass gerade aber die zwei Gruppen bisher relativ passiv waren in Bezug auf was da kommt, obwohl die Stakeholder, wie gesagt, die Einschätzung hätten, dass die eigentlich einen Nutzen draus hätten. Und diese Technologieproduzenten, der vierte Balken von oben, der auch relativ weit nach rechts geht, das sind ja wirklich auch seitens der EU die Treiber, also diese Branchenvertreter der Technologiehersteller, Regelungstechnik und so weiter, die treiben das ja in Wirklichkeit voran, auch EU-weit. Und das wurde natürlich hier bei der Befragung auch erkannt, dass die hier Nutzen ziehen. So, ich gehe jetzt gleich über zur Methodik. Eben, was haben wir dann in SAI Austria in der Studie daraus gemacht, aus diesen Vorgaben? Wir haben dann gesagt, natürlich in Anlehnung an die EPBD wollen wir schon dreigliedrig gehen in die Flexibilität Lastverschiebung einerseits als für uns eigentlich den wichtigsten Punkt oder Schwerpunkt, wo der Indikator eigentlich liegen und Aussagen treffen soll. Dann aber schon ein zweiter, wo prinzipiell so ein neuer energieeffizienter Betrieb inklusive Einsatz erneuerbarer ein Thema sein soll. Da haben wir gesagt, das ist die Säule, wo wir auch am ehesten mit dem Vorschlag von der EU oder von Vito in der zweiten Studie von Vito damit leben können und den ausbauen können. Und bei der dritten Säule, was ist eigentlich der Bedarf oder der Nutzen der Nutzerinnen, der Bewohnerinnen, wie Komfort zum Beispiel, den müssten wir auch nochmal definieren. Und wie gesagt, diese Dreigliedrigkeit zieht sich dann beim Vorschlag durch. Und ich gehe jetzt gleich auf die erste Säule, das heißt, das ist diese Säule Flexibilität, Lastverschiebung. Hier haben wir in Anlehnung auch die parallel damals war auch die Diskussion in Klimaktiv wegen Speicherkriterien oder wie könnte man diese Flexibilität auch stärker in Klimaktivkriterien überführen. Das haben wir hier parallel gemacht, dass wir uns in ähnlich auch hier Gedanken gemacht haben, was wollen eigentlich Energieversorger, was wollen wir, wenn wir an Energieflexibilität, netzdienliche denken, was wollen wir hier dann drinnen haben? Wir wollen die Lasten kennen der einzelnen Energieanwendungen. Da haben wir uns wieder schon die Vito-Studie hergenommen, welche Domains oder Energieanwendungsbereiche gliedert die auf und haben hier gesagt, wir hätten da gerne Lasten dazu von den Gebäuden, damit man zum Beispiel einen Lastenbereich auch weiß von Seiten Energieversorger, wenn da ein Haus angeschlossen ist, beziehungsweise Spitzenlasten auch. Dann hätten wir eine zweite Spalte, wo wir über Speicher genaueres wissen wollen, welche Speicher sind vorhanden, sind da regelbare Schnittstellen zum Netz schon vorhanden und so weiter. Und eine dritte Spalte mit Niedertemperatur, Bauteil, Heizung oder Kühlung vorhanden. Und auch wieder sind die ins Gebäudemanagementsystem eingebunden oder nicht. Und diese drei quasi Spalten werden dann, wie gesagt, mit Werten befüllt. Und wir haben dann noch gesagt, von der Wertigkeit her, wenn das eine statische Angabe von Werten ist, in der ersten Zeile oben aus dem Energieausweis zum Beispiel Daten genommen werden und aus Informationen der Nutzer, also der technischen quasi, der technischen Verantwortlichen im Gebäude, dann hat das eine Wertigkeit von 0,5. Wenn das alles über Simulation oder Messdaten bereitgestellt wird, wo schon genauere Daten, auch dynamische Lastprofile zum Beispiel abrufbar sind, zum Beispiel auch die Speichernutzung, wie die eingebunden ist, dann in die
in den Betrieb und so weiter, dann muss das eine höhere Wertigkeit haben, weil Flexibilität natürlich von diesem dynamischen Verhalten lebt. Und dann wird die Wertigkeit höher und wird auch höher dann bewertet im SRI. Ich kann leider jetzt nicht weiter ausholen, aber es gibt auch einen Bericht natürlich dazu zu dem Projekt. Da kann man gerne nachlesen oder bei uns direkt nachfragen, wenn das jemanden näher interessiert. Dann die zweite Säule, die eben angelehnt ist, auch an diese Bewertung von Vito oder der EU-Methode. Da werden für bestimmte Energieanwendungen, die nennen das Domains, werden Services, also wirklich Dienstleistungen pro Anwendung definiert. Das ist zum Beispiel ich habe hier Beispiele rausgeschrieben, bei Heizung, Kühlung wären das zum Beispiel aktivierbare Speichermasse, Bauteilaktivierung, und haben uns angeschaut, wird die österreichische Version quasi welchem Service im Vito-Vorschlag entsprechen. Und wir haben aber hier gesagt, es gibt aus unserer Sicht eben Services, die müssen, weil die langfristig verwendbar, langlebig ist, die müssen eine höhere Gewichtung oder Wertigkeit haben. Das hat die Vito-Methodik nicht und haben das hier, wie gesagt, mit einer Wertigkeit oder mit einer Gewichtung belegt. Nochmal für diese langfristig, mittelfristig oder kurzfristig veränderbaren Services. Und hier, man muss auch sagen, bei der Säule 2, wir wollten uns natürlich, wie gesagt, mit dieser EU-Methode auseinandersetzen und diesen Punkt da ein bisschen angleichen, um die auch besser zu verstehen und um auch dort mehr Vorschläge einzubringen, was man vielleicht anders machen kann. Und da gebe ich gleich den Hinweis, da sind wir noch immer dran, auch in der aktuellen Studie da Vorschläge zu machen, wie man das ändern oder verbessern könnte, auch gegenüber der EU. Da aus der Befragung nur kurz war auch interessant damals, also welche Anwendungen sehen die Stakeholder hier, besonders in der Bewertung der Smart Readiness, die man heranziehen sollte. Und da wurde vor allem Wärmepumpe und auch PV-Anlage genannt. Für uns interessant, weil eigentlich die PV-Anlage an sich eigentlich auch zum Beispiel in der EU-Bewertung praktisch keinen Platz hat. Und das aber eine interessante Anmerkung war von den Stakeholdern, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, dass man das zum Beispiel mitdenken sollte. Also hier gibt es schon noch Dinge, die man auch vielleicht wirklich diskutieren muss, welche Anwendungen oder eben Technologien sollen da wirklich noch reingenommen werden oder nicht. Und dann gibt es jetzt natürlich, wie gesagt, auch von Seite der EU, gibt es dann eben Kategorien gegen die einzelnen Services dann bewertet werden. Die werden auf EU-Seite zusammengefasst in diese Nachhaltigkeitssäule, Nachhaltigkeit des Gesamtsystems, Energieeffizienz zum Beispiel oder wie gut ist die Wartung und die Fehler. Vorhersage organisiert und diese zwei Punkte zusammenfassend dann einen ganzen Block mit vier verschiedenen Kategorien zu Gesundheit, Wohlbefinden und Komfort, gegen die diese einzelnen Services in der zweiten Säule bewertet werden, und als dritten und für uns eben auch aus österreichischer Sicht wichtigsten Punkt Energieflexibilität, Netzdienlichkeit der Services. Gegen diese Kategorien, die sieben, werden eben auch auf EU-Ebene die Services bewertet in einem relativ komplizierten Bewertungsverfahren. Und wir hätten das für Österreich, wie gesagt, abgeändert, auch übernommen, um hier, wie gesagt, auch Parallelitäten oder eben auch Verbesserungen, Optimierungen vorzuschlagen. Und dann gibt es die dritte Säule aus unserer Sicht, die die Nutzerinnen irgendwie oder den Komfort stärker noch hervorheben kann. Und man sieht in der Vito-Methodik, der Komfort ist dort, wie gesagt, wieder abgedeckt über einzelne Services, die halt mit den Nutzern, Nutzerinnen interagieren. Wir haben aber gesagt, es könnte durchaus zum Beispiel auch einen Ansatz geben, dass man sagt, es gibt so eine Art Belohnungssystem von Gebäuden, die sich mit dieser Nutzerinnenflexibilität oder Akzeptanz für netzdienlichen Betrieb mehr
vornehmen. Das könnte zum Beispiel ja auch in Verträgen der Nutzung drinstehen, dass man zum Beispiel hier Komfortbänder mit einer höheren Temperatur, die man im Winter oder im Sommer einstellen kann, höher belohnt und eine höhere Wertigkeit hier in der Gewichtung vorsieht. Und damit eben zum Beispiel versucht, diese Flexibilität mehr herauszukehren, auch bei diesem Nutzerinnenkomfortpunkt und nicht so, wie es Vito macht, sich nur unter Anführungszeichen, sie haben das gemacht, dass sie einfach Expertinnen dazu befragt haben, wie hoch bei jeder Domain ist gegenüber zum Beispiel Behaglichkeit das Gewicht oder die Wertigkeit, wie der SAI hier reinkommen soll und nicht wirklich auf Studien oder auf einer quantitativen Basis beruhend. Und wir haben gesagt, wir wollen da ein bisschen einen Kontrapunkt setzen und eher in die Richtung gehen und hier eine neue Säule aufzubauen, die nur diesen Energieflexibilitäts- und Komfort-Nutzerinnen-Aspekt abdeckt, rausstreichen. Am Ende haben wir dann gesagt, natürlich brauchen wir jetzt für unsere drei Säulen auch eine Gewichtung. Damals vor 3 Jahren hätten wir gesagt, wir würden diesen Punkt Flexibilität, wie gesagt, am höchsten mit 50% dann insgesamt für einen SRI-Wert, den es auch auf EU-Ebene geben soll, der zwischen 0 und 100% liegt, bewerten. Wir würden die zweite Säule mit 40 und diesen Komfortbereich mal mit 10% bewerten. Das kann sich natürlich ändern, würde man jetzt vielleicht auch schon ein bisschen anders machen. Und was wir auch gesagt haben, wir wollen keine Gebäude eigentlich, die bei CO2 und Primärenergiebedarf recht schlecht abschneiden, hier überhaupt bewerten wollen, obwohl das auch sehr stark und von der EU nicht mitgetragen wird und natürlich mal stark diskutieren kann. Das sind natürlich Werte aus dem Energieausweis, die eigentlich mit dem SAI nichts zu tun haben. Aber die Frage ist, können eben Smart Readiness bewertete Gebäude wirklich auch energetisch oder CO2-emissionsmäßig schlechte Gebäude sein? Ja oder nein, muss man sich halt fragen. Ja. Fragen, die jetzt noch offen sind, und da bin ich auch in der aktuellen Situation wieder, die wir gerade untersuchen. Es kommen dann viele Fragen, vor allem auch bei der EU-Methodik zu den einzelnen Services auf. Was soll man wirklich sinnvoll auch als Ausstattung im Gebäude zum Beispiel mitbewerten, mit einbeziehen? Was soll man zum Beispiel Daten für maximale Leistungsaufnahme wie Beleuchtung, so, wo kriegt man die wirklich her? Man muss sich einzelne Punkte wirklich überlegen, weil es soll ja ein einfacher Indikator sein, das steht auch in der Gebäuderichtlinie. Da sind teilweise Dinge drin, die wir in der Praxis sehen, die sind sehr schwer zu bekommen oder zu erheben, zumindest für die tatsächliche Ausstattung. Die Planung ist dann oft wieder was anderes. Und da muss man sich, das sind diese Fragen eben aufgetaucht. Ich gehe jetzt auch nicht alle durch, aber nur als Beispiel eben, da gibt es eine lange Liste noch von Fragen, die auch aus unserer Sicht noch offen sind bei der EU-Methodik und die natürlich dazu führen, und das habe ich unten geschrieben, dass es einen relativ großen Interpretationsspielraum gibt bei der Methodik, auch von der EU, wenn das verschiedene Auditoren berechnen oder anschauen. Und da gibt es sogar eine Studie, die ist auch schon, glaube ich, 1,5 Jahre alt, von der EURAG in Bozen, die genau das aufzeigt, wenn man verschiedene Expertinnen und Experten bei der EU-Methodik fragt oder drüber rechnen lässt, dann kommen ganz verschiedene Dinge raus und das soll es eigentlich nicht sein. Ja? Gut, ich bin schon beim Schluss. So ein bisschen Konklusio, Ausblick. Es gibt, wie gesagt, verschiedenste Fragen, die noch offen sind. Wir sind Teil der Testphase und der SAI-Plattform der EU. Wir, meine ich, das ist im Moment ein Team aus OEB, BMK, ich und also Aintec und auch die BOKU ist dabei mit Doris Österreicher, die zum SAI einige Publizierungen, also Publikationen auch gemacht hat. Und wir sind da dran, eben die Testphase in Österreich zu begleiten. Es wird, also die Berechnung des SAI soll ja, wie gesagt, idealerweise mit Eingaben im Energieausweis relativ leicht möglich sein. Daran wird man festhalten und perspektivisch
Wenn man an diese Energieflexibilität, auch die dynamische, denkt, dann könnte der SEI ja im Sinn eines Korrekturfaktors sogar längerfristig in den Energieausweis mit einfließen, indem er zum Beispiel bei Nutzung von Speichern und so weiter wirklich auch die CO2-Faktoren oder spezifische CO2-Emissionen für ein Gebäude runterbringt. Das wäre ja wirklich auch das Ziel. Ja, damit bin ich auch am Ende. Ich ein bisschen ein trockenes und natürlich schwieriges Thema, aber ich hoffe, ich habe einiges rüberbringen können. Danke euch. Ja. Danke, Armin Knotzer, AI Intech. Wir hätten jetzt im Chat 3 Fragen, davon würde ich gerne 2 mir herausnehmen und dann dich bitten, quasi die kommenden Fragen im Chat direkt zu beantworten, Armin. Aber quasi die erste Frage war, sehr speziell, werden auch akustische Aspekte, also zum Beispiel Bau- und Raumakustik, zur Komfortsteigerung berücksichtigt im SRI-Indikator? Und dann auch als Beispiel, zum Beispiel Implementierung eines Schallschutzausweises, akustische Bestandsaufnahme bei Bestandsobjekten. Und die zweite Frage ist wahrscheinlich relativ schnell abzuhandeln. Kommt es zur Gewichtung der einzelnen Bereiche? Die erste Frage schnell beantwortet, gibt es nicht derzeit. Eine Bewertung der Akustik, das fließt nicht ein. Und die zweite Frage ist auch relativ schnell beantwortet. Das war auch auf EU-Ebene ein langer Stakeholder-Prozess. Aber ich habe den mitverfolgt. Und ich muss schon sagen, das Gefühl wurde man nicht los, dass das, wie gesagt, stark getrieben ist, vor allem von Verbänden wie Regelungstechnik, Branche, Tageslichtlenkung, diese ganzen Branchen, die halt von dieser Verknüpfung natürlich von intelligenten Dingen im Gebäude auch wirklich Nutzen ziehen. Was ja per se jetzt nicht schlecht ist, aber wenn es halt nur einseitig eher getrieben ist und die anderen, ja, sind wir dabei, aber eher so halb interessiert, dann kann man sich denken, was dann rauskommt. Und leider kommt dann eben raus, dass eine Methodik, die halt zwar gut überlegt ist, bis ins Detail auch, aber wo dann wirklich, wie gesagt, bei verschiedenen Auditoren ganz was anderes rauskommt und man sich weniger auf Quantitatives wirklich bezieht, ja. Okay, danke. Also es gibt noch Fragen im Chat. Armin, wenn du so nett bist, vielleicht diese direkt zu beantworten. Mhm. Es können noch weitere Fragen gestellt werden, auch jetzt dann hinsichtlich des ersten Vortrages, jedenfalls im Chat. Vielen Dank, Armin Knotzer. Danke. Gut, somit sind wir relativ pünktlich in der Zeit mit dem nächsten Vortrag. Und da darf ich sehr herzlich begrüßen Robert Lechner, Pulswerk GmbH und auch Ökologieinstitut. Wie gesagt, seit 1989 bereits wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit 2004 Geschäftsführer des Österreichischen Ökologieinstituts. Und 2012 gründete er das Beratungsunternehmen Pulswerk GmbH. Er ist Vorstand in der ÖGNB, in der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Und seine Arbeitsgebiete umfassen Stadt- und Regionalentwicklung, Klimaschutz im Bereich Bauen und Wohnen, sowie integrierte Bewertungssysteme wie zum Beispiel TQB, Total Quality Billing. Ich darf jetzt Robert bitten, die Präsentation zu teilen und dann 20 Minuten bitte um Einhaltung der Zeitvorgabe und danach kommen Fragen. Entschuldigung, 15 Minuten plus 5 Minuten Fragen, Robert. Ja. Gut. Ich muss nur jetzt zum Anfang wieder zurück. So. Ja, danke. Herzlichen Dank an sozusagen die Silja Tilner, die einen extrem inspirierenden Beitrag gemacht hat. Ja. Einen sehr schönen auch, wie es weitergeht in Richtung kreislauffähiges Bauen und sozusagen ressourceneffizientes Bauen. Und natürlich auch an den Armin, der wie immer präzise, höchst präzise, auch in technischen Details, die sozusagen international kommen, wieder sagen und waren bei SRI. Ich bin da irgendwo jetzt sozusagen ein bisschen mittendrin da mit meinem Monitoring-Zugang. Hintergrund ist der, wir haben vom BMK den Auftrag erhalten, vor knapp dreiviertel Jahr Monitoring innovativer Bauformen mit besonderer Relevanz für den Klimaschutz zu machen und nicht ein technisches Monitoring, wo es darum geht, in erster Linie irgendwelche
detaillierten Anforderungswerte oder ähnliches für technische Infrastruktur oder für irgendwelche technischen Systeme zu machen, sondern eigentlich auf Ebene der Marktdaten, was ist bisher passiert, aus der Zukunft wissen die meisten von euch, hat es gegeben über eine ganz, ganz lange Zeit, da sind irrsinnig viele Demonstrationsbauten gemacht worden, die Passivhaus-Community, jetzt beginnende Kreislaufwirtschaft-Community in Baden. Ja. Und eigentlich gibt es unglaublich viele Geschichten auch zum Holzbau, zur Bauteilaktivierung, zu monolithischen Ziegelbauten. Aber wo finden sich diese Dinge jetzt letztendlich tatsächlich im Abdruck im Markt, im Abdruck in unserer sozusagen gebauten Umwelt? Ja? Das war ein bisschen sozusagen der Ausgangspunkt skizziert. Ja. Es gibt keine validen Marktdaten zu diesen Segmenten, die österreichweit ausgerollt werden. Es gibt dort und da Positionierungen einzelner Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer, die das meist in ihren Geschäftsberichten dann sagen. Und diese Fragen, die da jetzt so hinschmissen sind, stehen ein bisschen so stellvertretend für unsere Ausgangsfragen. Zum Beispiel, wie viele Holzbauten gibt es jetzt wirklich in Österreich? Wo steht denn der Ziegel? Wie ist das jetzt mit der Bauteilaktivierung? Wo gibt es die? Gibt es die überhaupt? Ja? Oder ist das noch immer in der Forschung und Entwicklung? Und wie schaut das Ganze dann, wenn ich jetzt einmal die Bauweisen hernehme, im Hinblick auf Energieeffizienz und Erneuerbare aus? Wie bildet sich das ab? Wie drückt sich das ab? Weil das Ziel ist natürlich, klimaneutral bis 2040 zu werden. Da stellt sich schon mal die Frage, ja, ganz zu Beginn, wenn man sowas macht, ja, was ist eine innovative Bauform für Klimaneutralität? Ja? Wir haben sozusagen auf drei Hauptachsen, wenn man sowieso Wesentlichkeitsmatrizen gemacht, wo wir Fragen aufgeworfen haben und auch beantwortet haben. Der erste Komplex ist sozusagen Energieeffizienz, Klimaschutz, Naturschutz. Das heißt, Gebäude müssen natürlich energieeffizient sein, sie müssen bestens geeignet sein, dass sie mit Erneuerbaren letztendlich versorgt werden. Stichworte natürlich wie graue Energie und Treibhauspotenzial, aber auch Naturschutz und Biodiversität fallen rein. Das zweite ist heute von der Silja super schon aufbereitet worden. Es geht hinkünftig stärker als jemals zuvor um Circular Economy und natürlich aber auch im Rahmen aller unserer gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Tätigkeiten um Inlandswertschöpfung, um regionale Wertschöpfung, um Arbeitsplätze. Das darf man nicht vergessen. Es geht aber auch sozusagen um Scale-up dieser Technologien. Ja, wie viel Holzbau können wir haben? Was ist mit dem Ziegel? Wie viel Schotter gibt es denn? Und so weiter und so fort. Und dann natürlich um die soziale Wertigkeit. Das heißt, wir haben diese Matrizen aufgestellt, Definitionen reingeschrieben und gehen jetzt sozusagen mit diesem Zugang die unterschiedlichen Bauformen durch, die wir uns da als Schwerpunkt festgelegt haben. Ja? Das erste Screening, das schwierig ist schon mal, die Daten dazu zu kriegen, ja? Sind fette Zahlen, die wir uns da angeschaut haben, ja? Seit dem Jahr 2010, und das ist vielleicht nicht so ganz bewusst, ja, wurden in diesem Jahrzehnt 311.000 Gebäude neu errichtet. Ja. Die haben eine Fläche, Netto-Grundfläche, Netto-Geschossfläche von 130 Millionen Quadratmeter. Von den knapp über 300.000 Euro sind 232.000 neue Wohngebäude, 79.000 Nicht-Wohngebäude und in diesen Wohngebäuden sind 200.000 Einfamilienhäuser errichtet worden. Die 200.000 Einfamilienhäuser, um so ein paar plakative Daten zu haben, ja, haben dann noch im Nichtwohnungsteil 33.000 freistehende Garagen mit einer Fläche von knapp 2,5 Millionen Quadratmeter. Da unten habe ich fast sarkastisch hingeschrieben, da kann man dann leicht Versiegelungs-Europameister sein. Ja. Und jetzt interessiert uns natürlich, ja, wie man wie schaut so ein Datenapparat aus? Das heißt, wir haben mit der Statistik Austria, weil diese Zahlen eigentlich nicht verfügbar sind bis ins Detail, was ist jetzt davon Massivbau, was ist Ziegelbau, was ist Stahlbetonbau, was ist wie thermisch aktiviert oder nicht, was ist Holzbau und so weiter und so fort, Sonderauswertungen machen lassen, haben einen sehr umfangreichen Datenzugang auch bekommen von denen und schauen uns jetzt sozusagen regionalisiert, ja,
für verschiedene Segmente dieses Bauwerks Österreich der letzten 10 Jahre das an, was könnten daraus für Strategien entstehen. Diese Strategien, ja, sahen an drei Unterstellungen ausgerichtet, die viele von euch oder von Ihnen vom Markt kennen. Das sind vereinfachte Thesen. Der Holzbau ist deswegen nachhaltig, weil ein Lebenszyklus als Baukonzept fast treibhausgasneutral ist. Ja? Die zweite sehr vereinfachte Unterstellung oder vereinfachende These ist, monolithische oder semi-monolithische Ziegelbauten sind nachhaltig, weil sie praktisch ohne Dämmung auskommen. Ja? Und die dritte Ebene, die Bauteilaktivierung, ist nachhaltig, also meistens mit Stahlbeton, weil sie bestens geeignet ist, Gebäude im Sommer und im Winter erneuerbar fit zu halten. Das heißt, wenn man das in Summe sozusagen umsetzt, sowohl im Neubau als auch im Bestand, ja, wird man wahrscheinlich Klimaneutralität auf die eine oder andere Art und Weise erreichen können. Die Frage ist, was in was für ein Mix und in welcher Konstellation ist das machbar? Ja? Und dazu ist es notwendig, natürlich die Gebäudesegmente der Vergangenheit letztendlich sehr genau zu kennen. Da geistern sehr, sehr viele Zahlen durch die Gegend. Ja. Die sind jetzt tatsächlich mehr oder weniger von der oben nur einmal aktualisiert worden via Statistik Austria für die letzten 10 Jahre. Diese 130 Millionen Quadratmeter, die errichtet wurden, sind, ja, sind sozusagen für mich in der Deutlichkeit überraschend im überwiegenden Ausmaß Ziegelbauten. Und die blauen Balken sind die Anzahl der Gebäude, die roten die Anteile an den realisierten Nettogrundflächen. Und da wird schon mal augenscheinlich sozusagen, was der Unterschied auch ein bisschen zwischen Kommunikation, Marketing, Marktauftritt ist. Der Holzbau zum Beispiel hat einen Marktanteil an allen Gebäuden von rund 22%. Die realisierten Flächen sind 10%. Bei den Wohngebäuden, ja, ist es ähnlich. Da sticht dann hervor, dass sozusagen Stahlbetonbauten mit nur einem Anteil gemessen an den Gebäuden von 5% in Wirklichkeit zu einem Sechstel, sage ich jetzt einmal, der Flächen realisiert haben. Auch hier ist bekannterweise natürlich der Ziegelbau sehr stark und natürlich auch der Holzbau. Geht man sozusagen in die größeren, ab mittleren Gebäudegrößen rein, ja, dann sieht man, dass sich dieses Bild, ja, von unterschiedlichen Anzahl Gebäuden und Anteil an Netto-Grundflächen, Netto-Geschossflächen nochmal verschärft. Ja. Ob Wohngebäuden mittlerer Größe, die sind jetzt sogar mal für urbane Verhältnisse gar nicht so groß mit 11 Wohneinheiten, ist es schon so, dass der Holzbau ziemlich reduziert vorkommt. Ja. Der Ziegelbau nach wie vor einen großen Anteil hat, 2/3, sowohl Fläche als auch sozusagen Anzahl der Gebäude, und der Stahlbeton bei rund 1/3 der Flächen liegt. Ja. In Nicht-Wohngebäuden, um das sozusagen nochmal ein bisschen zu verschärfen oder zu sehen, ja, ohne die vorher zitierten Garagen, die rechnen ein bisschen dem Wohnbau zu und landwirtschaftlichen Nutzbauten, ist es so, dass der Stahlbeton marktbestimmend ist, was die Flächenanteile betrifft und auch letztendlich in weiterer Hinsicht dann zeigt sich das auch an der Anzahl der Gebäude. Das ist der größte Wert, den die da zusammenbringen. Und die Flächenmarktanteile, und das ist sozusagen auch wichtig für so Strategieentwicklungen, ja, momentan nehmen praktisch ab einer mittleren Gebäudegröße die Werte ein. Ja. Das heißt, Holz hat Flächenanteile ab mittlerer Gebäudegröße von 3% gegenwärtig, Stahlbeton von 39% und Ziegel von 51%. Ja. Mit anderen Worten, es kann so, hängt nur damit zusammen, ja, dass sozusagen sehr viele Einfamilienhäuser oder sozusagen wenig verdichtete Bauformen sowohl in Ziegel als auch im Holz errichtet werden, sehr wenig im Stahlbeton. Und je dichter oder je größer die Gebäude werden, desto eher tendieren sie zu Stahlbetonbauten. Ja. Daraus resultiert sozusagen
So ganz einfache Spieldinger. Das durchschnittliche Ziegelwohnhaus ist ungefähr doppelt so groß wie jedes sozusagen aus Holz, und Stahlbeton ist dreimal so groß wie Ziegel. Das heißt, findet vor allem im großvolumigen Geschosswohnungsbau statt. Ja. Unten sind diese Zäune, also 194 Quadratmeter wäre das in dieser Auswertung erhobene Holzwohnhaus, ja, 381 Quadratmeter Nettogrundfläche wäre praktisch das Ziegelhaus, und über 1100 Quadratmeter würde man dann finden im Stahlbetonbau. Wenn wir in Richtung Zukunft denken, dann sind diese Bauweisen, ja, die alle ihre Vor- und Nachteile haben, natürlich nur dann wertig, wenn sie mit gescheiten Energiesystemen ausgestattet werden. Auch hier haben wir diese Schichtung vorgenommen und diese Sonderauswertungen durchführen lassen. Ja. Die Wärmesysteme der letzten 10 Jahre spiegeln aus unserer Sicht schon noch eine große wesentliche Basis dafür dar, was sozusagen in den nächsten Jahren verstärkt passieren wird. Ja. Diese 130 Millionen Quadratmeter sind gegenwärtig, und diese Schichtung haben wir natürlich dann jetzt für Massivbauten, für Holzbauten, für große, für kleine, für Bürobauten, für Schulen und. Ja. Zu 20% knapp noch im letzten Jahrzehnt fossil beheizt. Ja. Immerhin 17% im Neubau sind in der Fernwärme daheim, 13% in der Biomasse und der hohe Stromanteil zeigt schon dorthin, dass praktisch die Wärmepumpen und ähnliche Systeme sozusagen am Vormarsch sind, die 10% dezentralen. Da weiß man es auch in der Amtsstatistik nicht, es ist nicht aufbereitet, nach mit welchen Systemen das gegenwärtig beheizt wird oder die Wärmeversorgung stattfindet. Aber immerhin, und das ist sozusagen ein zweiter Layer, der da drüber liegt, ist es sozusagen ein Teil der Energiewende, wenn man so will, schon vorbereitet, weil immerhin 40% aller Flächen, die jetzt geschaffen wurden, schon mit Flächenheizsystemen agieren. Ja, das ist in Wirklichkeit beginnend, wenn man so will, in den späten Nullerjahren schon so gewesen, aber im letzten Jahrzehnt nochmal besser geworden und nochmal stärker geworden, dass hier Fußbodenheizsysteme oder auch Deckenheizsysteme gebaut wurden. 23% aller realisierten Gebäude bzw. Nutzflächen arbeiten schon mit Wärmepumpen, wobei 70% dieser Wärmepumpen momentan Luft-Luft-Wärmepumpen sind, ergo die restlichen 30% oder das Drittel dann praktisch sind schon Geothermie angebundene Pumpen bzw. Grundwasser-Wärmepumpen, Wasserpumpen. Die 19%, habe ich das sozusagen nochmal da hingenommen, sind ein super Beispiel für die wahrscheinlich aus meiner Sicht letzten Gebäude oder den Systemwechsel, den anstehen brauchen. Die sind fossil beheizt mit Gas, teilweise mit Öl und Kohle, nach wie vor, das glaubt man nicht, ja. Die werden wahrscheinlich diejenigen sein, die im Jahr 2040 dann den großen Wechsel machen müssen, spätestens, damit diese 2040er Wärmewende möglich ist. Der Ausblick, wir sind jetzt sozusagen, wir wollten eigentlich Mitte November fertig sein, dann ist Covid gekommen. Unser Projektdesign ist so, dass wir nebst diesen wahnsinnigen Zahlenauswertereien eigentlich so eine Art Stakeholder-Dialog haben, wo wir mit den Fachverbänden, mit Stakeholdern aus den verschiedenen Baubranchen zusammen uns setzen. Es gibt sowas wie das Ziel, sozusagen einen konsistenten Marktbericht, der letztendlich auch die Zustimmung der Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern haben soll, ja, oder muss aus meiner Sicht, ja, wo diese drei Bauweisen, diese exemplarischen mit den Energiesystemen konsistent dargestellt werden, auch mit ihren Stärken und Verbesserungspotenzialen anhand von Pilotprojekten und. Das heißt, wir sind jetzt beim letzten Texten und beim Layout, dann wird es noch eine Konsultationsrunde geben, wo das nochmals gestreut wird,
Und vor allem auch sozusagen einen Vorschlag für regelmäßige Marktbeobachtung. Wir haben da intensiv mit der Statistik Austria uns auch ausgetauscht. An sich würde die Gebäudewohnungsregister auf Basis sozusagen adressgenauer Fassungen der Neuerrichtungen bzw. Sanierung auch ein Feld beinhalten, das uns allen, glaube ich, sehr abgeht, nämlich die Energiekennzahlen laut Energieausweisen. Die Daten sind in den Gemeinden dann natürlich vorhanden, sie werden nur nicht freigeschalten. Das ist eine ewige Diskussion, eine ewige Streiterei, wenn man so will, zwischen Land A und B, dem Land mit dem Bund und so weiter und so fort. Wer darf da hinschauen? Für solche strategische Überlegungen, wie man den gesamten Building Stock sukzessive letztendlich in Richtung CO2-Neutralität bringen kann, braucht es solche Operate dringend. Das heißt, wir arbeiten da jetzt und werden einen Vorschlag machen, gemeinsam mit der Statistik, wie man das mit den Energieeffizienzzahlen, den faktischen letztendlich verknüpfen kann und dann auch sozusagen bauschichtkonforme, regionalisierte, für Einfamilienhäuser, für Neubauten, großvolumiger Ort und so weiter und so fort, Strategien und Verbesserungsmaßnahmen zu machen. Das führt zum letzten Punkt. Der Teil dieses Marktberichts wird auch so sein, ja, dass man Vorschläge für FDI-Schwerpunkte für diese drei Bauweisen immer im Konnex mit CO2-neutraler, effizienter Wärme- und Energieversorgung und diese Transformationsprozesse zur Klimaneutralität 2040 bestmöglich zu unterstützen. Nur mit bewusst kurz gehalten, weil man gedacht hat, es gibt vielleicht doch die eine oder andere Nachfrage. Die Diskussion, danke Herr Robert Lechner, die Diskussion im Chat ist schon sehr intensiv. Ich würde jetzt dann vielleicht, nachdem es drei Kommentare oder Anmerkungen gegeben hat zur Datenqualität, aber du jetzt im letzten Ansatz erwähnt hast, dass ja quasi in der Statistik Austria in Kontakt steht, die Datenqualität oder die Datentiefe, die Grundlage zu verbessern. Kannst du den Schwarm der Masse hier nutzen, um quasi Rückmeldungen oder halt den Austausch mit der Statistik Austria zu verbessern? Kann man sich an dich wenden? Ja, also ich sag's jetzt, es ist wirklich eine extrem für mich verblüffend mühsame Geschichte gewesen. Die Statistik Austria, muss man hier zugute halten, hat im letzten Quartal, also voriges Jahr, auch neue Datensätze für die letzten 10 Jahre aus dem GWR freigeschalten, wo nicht mehr nur, ihr kennt es, drinnen gestanden ist, so und so viele Häuser sind gebaut worden, sondern wirklich strukturierte Layer bei einem Bezahlzugang, der nicht sehr teuer ist, das muss man auch dazu sagen, in Verknüpfung mit den Energieversorgungssystemen und vor allem mit den realisierten Netto-Grundflächen bis hin zur bebauten Fläche. Das heißt, wir könnten theoretisch, wenn wir das bis auf die Gemeinde runter haben, sozusagen diese unterschiedlichen Schichten nach verschiedenen Wärmesystemen, wir wissen, was ist die durchschnittlich bebaute Fläche in einer Gemeinde, was für Nutzung hat es, theoretisch könnten wir hypothetische Energiebedarfsausweise laut OEB-Richtlinie rechnen, weil wir auch die Gebäudehöhen wissen und damit einen gewissen Rückschluss auf die Kompaktwärme. Ich frage mich nur, ob das rückblickend überhaupt einen Sinn macht, ja, weil unser Projekt oder die Projekte wie diese natürlich nach vorne gerichtet sein müssen. Und da ist mir lieber, wenn man irgendwie dazu kommt, über den Bund oder über die Länder, das ist nicht nur in dem Kontext relevant, zum Beispiel auch für die Implementierung der EU-Taxonomie ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir wissen im Bestand, was sind die besten 15%. Ja? Und wenn wir das nicht wissen, weil wir keine Auswertungen haben, dann werden wir irgendwann einmal einen Stress haben mit europäischer Konformität dann. Aber wie gesagt, wir haben jetzt ich weiß nicht, wie viel, zig Tabellen mit unterschiedlichsten Lehren. Wir werden das publizieren. Ja, das ist ja ein Teil unseres Auftrages, hier sowas wie ein Tabellenband zu machen. Möglicherweise macht man es auch so, dass man einzelne Tabellen zum Download und so weiter verwenden. Okay, danke. Noch eine konkretere Frage. Wie werden Dämmsysteme und Dämmmaterial in der Erhebung erfasst, ausgewertet, dargestellt? Wir haben es indirekt gemacht. Wir geben jetzt sozusagen nicht den Wunder, den einzigen Dämmstoff vor, ja, wenn man so will, oder die 5 besten, sondern wir haben für alle 3 Bauweisen
einen Silo-Wert für Außenwände von 0,15 festgelegt und schauen praktisch in unterschiedlichen Alternativen, die gangbar sind und die technisch umsetzbar sind, dass sowohl das Holz als Ziegel als auch der Stahlbeton im Sinne der Bauteilaktivierung diese Zielwerte erreichen. Das wird durchbilanziert natürlich in grauer Energie, weil das auch ein wesentlicher Bestandteil für mögliche Verbesserungspotenziale hinsichtlich der Produktion und der letztendlich auch des Scale-Up ist. Und da sind natürlich die gängigen Dämmstoffe dabei, aber auch natürlich Dämmstoffe aus Navarus. Danke. Wird wahrscheinlich auch im Endbericht detailliert dokumentiert. Und noch eine Frage möchte ich jetzt dann zulassen. Quasi wurden die drei Thesen, die ihr euch am Anfang gestellt habt, quasi stimmen die, wurden die also als richtig herausgestellt? Und wie sieht der empfohlene Mix? Kannst du das schon quasi abschätzen? Wie sieht der empfohlene Mix aus? Also, ich sage das, glaube ich, seit 20 Jahren. Ja. Die Bauwirtschaft, also vor allem die innovationsorientierte Bauwirtschaft, hat in den letzten zwei Jahrzehnten für mich nach dem Highlander-Prinzip agiert. Ja. Und zwar hat man sich versucht, so kreativ und publikumswirksam wie möglich, möglichst schlecht zu reden gegenseitig. Ja. Ich bin der Überzeugung, dass wenn man sich jetzt vorstellt, ja, das möchte ich auch dazu sagen, weil immer heißt, Neubau ist schlecht und Versiegelung. Man muss dazu sagen, dass zwischen 2010 und 2021 600.000 Menschen nach Österreich zugezogen sind. Ja, wir sind einfach um 600.000 Leute mehr geworden und die brauchen natürlich auch neuen Wohnraum. Die primen nicht alle in der Bestandssanierung unter. Ja. Wir haben jetzt Prognosen, die schwächer werden. Ja. Die Bevölkerungsprognosen 30, 40, 50 sehen nochmals einen Zuwachs von knapp 600.000, aber in den nächsten 30 Jahren momentan, nach den aktuellen Dingen. Das heißt, es wird die große Challenge sein, ein bisschen was nachzubauen, möglicherweise dichter zu werden, weg von diesem Einfamilienhaus-Thema zu kommen. Und da wird es regionalisiert für die unterschiedlichen Bauweisen, ja, natürlich Marktchancen en masse geben. Ja, das ist nicht so, dass ich persönlich der Meinung bin, das ist eine beste, sondern es gibt verschiedene Bauaufgaben. Das hat die Silja auch sehr gut gezeigt, ganz am Anfang, finde ich, wo unterschiedlichste Materialitäten sozusagen im Ersatzneubau oder auch im Zubau oder in der Adaption Bestandsgebäude sozusagen zum Einsatz gekommen sind. Wie wir es bis jetzt gemacht haben, den drei Branchen oder wurde ihr jeweiliges Kapitel jetzt schon mal zugeschickt zum Kommentieren. Ich habe großen Wert darauf, ja, dass das wirklich auch streng mehr oder weniger angeschaut wird. Und das Experiment im letzten Durchlauf ist, dass man allen alles schickt. Also wo sie praktisch nicht nur ihr eigenes lesen, sondern wertschätzend, respektvoll auch die anderen Innovationsbestandteile würdigen können. Und das wird noch mehr ein spannender Prozess. Und dann wird man sehen, ob die Unterstellungen und Thesen haltbar sind. Gut. Danke für die bisherigen Ergebnisse und auch den Ausblick, quasi wie es weitergeht und wann was dann quasi dokumentiert wird. Herzlichen Dank, Robert Lechner, Pulswerk. Gut, also jetzt kommen die Zahlenaffinen auf Ihre Rechnung, weil die letzten zwei Vorträge, da wird berichtet aus Monitoring-Projekten. Und ich darf jetzt sehr herzlich begrüßen den Thomas Roskopf-Nachbauer vom Energieinstitut Vorarlberg, genau, ist schon zugeschaltet. Er ist Projektleiter im Bereich energieeffizientes Bauen beim Energieinstitut in Vorarlberg und beschäftigt sich mit der dynamischen Gebäude- und Haustechnik-Simulation, mit Lebenszykluskostenberechnungen sowie Monitoring-Auswertungen. Er stellt das Projekt LZE 100 Leuchtturmprojekte vor. Und dann, ich sehe, die Präsentation läuft schon und ich gebe das Wort an den Herrn Roskopf-Nachbauer. So, hallo, auch einen schönen Vormittag von meiner Seite. Ich stelle heute das Projekt LZD 100 Leuchtturmobjekte vor, das wir vom Energieinstitut zusammen mit Lang Consulting für das BMK umgesetzt haben, beziehungsweise es läuft noch bis Ende März 2022 und dann liegt auch der Endbericht für das Projekt vor. Also das ist jetzt eigentlich kleine Zwischenvorstellung von den vorläufigen Ergebnissen vom Projekt. Beim Projekt, so jetzt doch ein Klick, jetzt funktioniert es. Beim Projekt geht es um die Erfassung des Energieverbrauchs
von 100 energieeffizienten Gebäuden in Österreich, Passivhäuser, niedrigste Energiegebäude. Und das Ziel war, dass man die Energieverbräuche von diesen Objekten über einen längeren Zeitraum erfasst und gemittelt ausgibt. Kurzer Überblick über meinen Vortrag. Ich beginne mit einer kurzen Übersicht über die untersuchten Gebäude, dann wie die Verbrauchserfassung stattgefunden hat, mit welchen Randbedingungen, mit welcher Bilanzgrenze, und dann möchte ich erste Auswertungsergebnisse für die untersuchten Gebäude zeigen und am Schluss die vorläufigen Projekterkenntnisse und einen Ausblick für das Projekt. Derzeit haben wir 67 Gebäude von den 100 Gebäuden final ausgewertet und eben Ziel bis Projektende sind die 100 Gebäude. Von den 67 Gebäuden sind es 20 Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten, 7 Wohngebäude mit 3 bis 9 Nutzungseinheiten, 15 mit 10 und mehr Nutzungseinheiten, dann 8 Gebäude mit Heimnutzung, 1 Beherbergungsbetrieb, 10 Bildungseinrichtungen, 5 Bürogebäude und 1 mit sonstiger Nutzung, das wäre Turnhalle. Die Bandbreite von der Nutzfläche von untersuchten Gebäude geht von 70 bis knapp 58.000 Quadratmeter Nutzfläche. Also eine sehr große Bandbreite für die Größe der Projekte. Die ersten drei Kategorien, die bezeichne ich im weiteren Teil von meinem Vortrag als Wohngebäude, denn zusammen mit der Heimnutzung und mit dem Beherbergungsbetrieb bezeichne ich die Gruppe an Gebäuden, das sind ein Gebäude mit einer Wohnnutzung, und die letzten drei Kategorien bezeichne ich dann im Weiteren als Nicht-Wohnnutzung. Hier sieht man eine Bundesländerverteilung von den ersten Projekten, was wir ausgewertet haben. Man sieht jetzt ganz klar, das zentriert sich dort, wo wir uns befinden als Partner. Also wir in Vorarlberg haben wir viele Projekte, aber auch im Raum Wien, Niederösterreich und Oberösterreich, wo unser Partner Lang Consulting sitzt. Dazwischen schaut es noch etwas geringer aus, aber wir kriegen noch einige Projekte aus Tirol dazu und auch aus Kärnten, aus der Steiermark, dass wir da schon eine gute Verteilung dann schlussendlich über ganz Österreich zusammenbekommen bis am Ende vom Projekt. Hier ein paar Bilder, wo man auf der Titelseite gesehen hat, die Impressionen von den untersuchten Gebäuden. Also da sieht man auch, es gibt verschiedene Bauformen und Architekturausführungen sind möglich bei den energieeffizienten, passiv- und niedrigsten Energiegebäuden. Zu den Randbedingungen, also wir als Voraussetzung für die Projekte haben wir uns selbst festgelegt, dass mindestens 3 Verbrauchsmessjahre bei den Projekten zur Verfügung stellen, und aus diesen haben wir dann den Median gebildet, der dann im Nachfolgenden dann ausgegeben ist. Der Endenergieverbrauch haben wir mit den Konversionsfaktoren von der OEB-Richtlinie 6/2019, also dem österreichischen Energieausweis, umgerechnet in CO2-Emissionen. Sieht man hier die Werte, wo wir dafür verwendet haben. Speziell bei Strom wäre es sinnvoll, dass man, wenn es möglich wäre, auf eine monatliche Bewertung wechseln würde, da man ganz klar in Österreich sehr monatlich unterschiedliche CO2-Konversionsfaktoren haben, speziell im Winter wesentlich höherer CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde Strom. Das war in diesem Fall nicht möglich, da wir nur Jahresverbräuche ausgewertet haben. Ansonsten ist aber so eine monatliche Bewertung speziell bei stromversorgten Gebäuden sinnvoll. Der Haushaltsstrom bei größeren Wohngebäuden, also mit 3 und mehr Nutzungseinheiten, war bei fast allen Projekten nicht erfasst. Den haben wir jetzt mit 2500 Kilowattstunden pro Nutzungseinheit abgeschätzt und ist dann im Folgenden in der Auswertung separat als gestrichelter Balken in der Auswertung dargestellt. Und diese Auswertung erfolgt ohne eine Klimakorrektur. Also wir haben jetzt die Heizgrad
Tage, vor den einzelnen Jahren nicht in diese Auswertung mit reingenommen und haben die Verbräuche nicht klimakorrigiert. Dazu gibt es dann am Ende vom Projekt im Endbericht einen Vergleich, wie die Auswertung ausschauen würde mit Klimakorrektur im Vergleich zu der Auswertung ohne Klimakorrektur. Hier sieht man die Bilanzgrenze, die wir festgelegt haben für die Verbrauchserfassung. Also es wird die Bereitstellung für Heizung, Warmwasser und Kühlung bei Nichtwohnnutzung betrachtet. Der Hilfsstrom, der Allgemeinstrom bei größeren Wohnprojekten, der Haushaltsstrom bei einer Wohnnutzung und der Betriebsstrom bei einer Nichtwohnnutzung. Bei der PV-Anlage wird die Eigennutzung berücksichtigt, jedoch nicht die Stromeinspeisung. Also es wird wirklich nur berücksichtigt, welcher Energiebedarf über die Grundstücksgrenze ins Gebäude hineingeht. Also eine Stromeinspeisung von einer PV-Anlage haben wir dem Strombezug jetzt nicht gegengerechnet. Die lassen wir jetzt einfach unter den Tisch fallen in dieser Auswertung. Zusätzliche hohe Verbraucher, die bei verschiedenen Projekten vorgekommen sind, beispielsweise wenn Projekte E-Auto, E-Mobilität haben, aber auch bei einem Nichtwohngebäude war ein Betriebsrestaurant dabei. Das haben wir versucht rauszurechnen, dass die Projekte untereinander vergleichbar sind. Hier sieht man schon eine erste Auswertung zu den Wohngebäuden, also der Endenergiebedarf für Heizung und Warmwasser pro Quadratmeter Nutzfläche dargestellt, gereiht nach Energieträgern. Die ersten Projekten sind die Mehrwohnungsgebäude, also alles ab 3 und mehr Nutzungseinheiten, und die hinteren Projekte sind die Einfamilienhausprojekte. Man sieht da ganz am Anfang 3 Projekte, also wärmepumpenbeheizte Gebäude, wo dort zwischen ca. 13 Kilowattstunden und 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnnutzfläche im Jahr an Endenergiebedarf haben. Dahinter das gasbeheizte Gebäude, Bandbreite 40 bis knapp 80 Kilowattstunden Gasbedarf pro Quadratmeter Wohnnutzfläche und dann zuletzt Fernwärme. Bei den Einfamilienhäusern ist der Großteil mit Wärmepumpen beheizt, wo da sehr geringe Verbräuche unter 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnnutzfläche erreichen, aber auch bis knapp unter 30. Und ganz hinten die Biomasseprojekte. Hier sieht man klar, dass die Biomasseprojekte mit solarthermischen Anlagen kombiniert sind, dass man eben den Endenergiebedarf für Biomasse so weit runter bekommt. Wenn man das jetzt in CO2 umrechnet, sieht man da da sieht man es jetzt wieder dargestellt, nach der verschiedenen, die Einfärbung ist jetzt nach der verschiedenen Wohnnutzungskategorien, also die roten Gebäude sind die Wohngebäude mit 1 oder 2 Nutzungseinheiten, die gelben mit 3 und 9 Nutzungseinheiten und die grünen Projekte sind die Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten. Man sieht da die ersten 3 Projekte und die Projekte hier hinten, das wären die Wärmepumpenbeheizergebäude, da erreicht man für CO2-Ausstoß pro Quadratmeter Wohnnutzfläche von im Bereich von vielen Projekten von unter 5 Kilowattstunden. Die gasbeheizten Gebäude sieht man da, die bewegen sich halt im Bereich von 10 bis 20 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter Wohnungsfläche und Jahr. So, was man hier jetzt sieht, ist eine Gesamtauswertung über alle derzeit ausgewerteten Wohnnutzungsprojekte, also auch inklusive der Heimnutzung, die jetzt in dunkelgrün zusätzlich dargestellt ist, und das blaue Projekt, der Beherbergungsbetrieb. Das wäre jetzt die gesamten CO2-Emissionen, die für, also die Endenergiebedarf, Heizung und Warmwasser, Hilfsstrom, der Allgemeinstrom, aber auch der Haushaltsstrom.
Wie vorher schon angemerkt, sind da die gestrichelten Balken. Das ist der geschätzte Haushaltsstrombedarf, also der geschätzte Haushaltsstrombedarf von 2500 Kilowattstunden pro Nutzungseinheit, der da abgeschätzt wurde, weil diese Verbrauchswerte eben für diese Projekte nicht angegeben waren. Aber wir wollten versuchen, die CO2-Emissionen für den gesamten Energieverbrauch zu halten. Darum eben diese zusätzliche Abschätzung, und die sind da dazu gestapelt. Man sieht da, über viele Projekte erreicht man da im Bereich von 200 bis 400 Kilogramm CO2 pro Person und Jahr. Also diese Darstellung ist im Vergleich zu der vorigen nicht auf Quadratmeter bezogen, sondern auf die Anzahl der Bewohner, die in diesem Gebäude leben. Also man erreicht da bei vielen Projekten Werte zwischen 200 und 400, einzelne Projekte, wo sogar unter 100 liegen. Hier habe ich dieselben Werte nochmal dargestellt, nach dem Hauptenergieträger farblich eingefärbt, also einige Gasprojekte, wo man einfach sieht, durch den nicht erneuerbaren Energieträger Gas ergeben sich halt sehr hohe CO2-äquivalente Emissionen pro Bewohner. Wenn diese Projekte jetzt zusätzlich noch umgestellt werden würden auf einen erneuerbaren Energieträger, also beispielsweise eine Wärmepumpe oder einen Nahwärmeanschluss oder auf Biomasse, dann könnten auch bei diesen gelb gefärbten Projekten die Emissionen stark reduziert werden. Aber man sieht da, also ein guter Anteil liegt da zwischen 200 und 400, und viele Projekte liegen auch unter 300 Kilogramm pro Person und Jahr, was mit erneuerbarer Wärmeerzeugung erreicht werden kann. Hier sieht man die Nichtwohnnutzungsprojekte wieder aufgeteilt, wieder farblich eingefärbt nach der Nutzungsart. Die blauen Projekte, das waren Bildungseinrichtungen, also Schulen oder Kindergärten. Die dunkelblauen Projekte wären Bürogebäude. Und das violette Projekt wäre eben die sonstige Nutzung, diese Turnhalle, wieder dargestellt bezogen auf die Anzahl Nutzer, die dieses Gebäude benutzt. Hier sieht man das Projekt 017, das wäre ein Gemeindeamt, wo thermisch saniert worden ist. Das wird eben nur von wenigen Personen temporär genutzt, also das wird jetzt von acht Angestellten genutzt, der Bürgermeister plus die Sekretärinnen und Sekretär und Sekretärinnen und die sonstigen Mitarbeiter im Gemeindeamt, also das wären 8 Personen, darum schneidet jetzt hier die CO2-Emissionen relativ schlecht ab. Zusätzlich wird das Gebäude eben noch für die Sitzungen vom Gemeinderat verwendet. In diesem Fall ist jetzt die Darstellung etwas problematisch, sieht man jetzt da durch der hohe CO2-Ausstoß pro Person in diesem Fall. Hier wird aufgeteilt noch Energieträger farblich, also viele Projekte mit Wärmepumpe und Fernwärme versorgte Projekte, ein Gasprojekt hier vorne. Also sehr, sehr niedrige CO2-Emissionen pro Nutzer, auch vor allem im Bildungsbereich, durch die vielen Personen möglich. Das Fazit, also die vorläufigen Projekterkenntnisse sind, ich möchte jetzt da speziell eher auf den Wohnbau eingehen, weil wir bei den Nichtwohnungsprojekten noch nicht so viele Projekte mit drinnen haben, dass wir da eine gute Aussage treffen können. Aber bei den Wohnprojekten kann man schon an Median für den Endenergiebedarf für Heizung und Warmwasser ableiten. Der liegt dabei Gas bei knapp 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnnutzfläche. Strom bei 13 und Fernwärme bei 53. Die Biomasseprojekte liegen sehr gering bei 25. Dazu ist anzumerken, dass es sich dabei nur um Einfamilienhäuser handelt. Also es ist jetzt kein Projekt in der Auswertung, wo wir die Verbrauchsdaten getrennt für Endenergiebedarf und Heizung und Warmwasser haben, wo mit Biomasse beheizt ist. Darum ist dieser Median, die 25, mit Vorsicht zu genießen.
Die Einfamilienhäuser haben halt im Vergleich zu den Mehrwohnungsgebäuden ein wesentlich geringerer flächenspezifischer Warmwasserbedarf und können dadurch auch mit einer solarthermischen Anlage und mit einem größeren Platzbedarf am Dach dann viel mehr durch Solarthermie abdecken im Vergleich zum Mehrwohnungsgebäude. Was ersichtlich ist, ist auch, dass es kein wirklicher Effizienzunterschied zwischen Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern gibt. Also auch wenn man das jetzt auf die Personen runterbricht, also wenn man da nochmal auf diese Grafik geht, beziehungsweise da sieht man es besser, die roten Projekte sind die Wohngebäude mit Ein- und Zwei-Nutzungseinheiten, die anderen sind diese mit mehr Bewohnern. Da sieht man jetzt auch, dass man auch bei den Einfamilienhäusern sehr geringe CO2-Emissionen pro Nutzer erreichen kann, aber auch bei den Mehrwohnungsgebäuden kann man sehr geringe CO2-Emissionen erreichen. Also es ist sowohl bei beiden Projekten möglich. Über das Einfamilienhaus hat eben der Nachteil, dass er aufgrund der geringen Kompaktheit etwas mehr Wärmebedarf für das Gebäude benötigt, umgekehrt aber einen geringeren flächenspezifischer Warmwasserbedarf hat. Man kann schon ableiten, dass schon derzeit ein CO2-Ausstoß von kleiner 300 Kilogramm CO2 pro Person möglich ist, wenn erneuerbare Wärmeerzeuger möglich sind. Speziell bei Biomasse muss man noch angeben, das muss man mit Vorsicht genießen, also Biomasse, da muss man noch das Biomassepotenzial von Österreich beachten, dass man jetzt nicht den kompletten Gebäudebestand mit Biomasse beheizen kann und sich somit den Energieverbrauch, die CO2-Emissionen vom Energieverbrauch senken, also einfach die CO2-Emissionen dadurch senken kann. Also es braucht auch zusätzlich die Effizienz in diesen biomassebeheizten Gebäuden. Der Ausblick, das Projekt ist mit Ende März beendet und dann liegt auch ein detaillierter Endbericht mit weiteren Auswertungen vor. Zusätzlich möchte ich noch vor einem anderen Projekt für uns anmerken, das Projekt Low Cost NZEP, wo wir eine Buchpublikation erstellen, wo viele energie- und kosteneffiziente Wohnbauforschungsprojekte enthalten sind, mit detaillierteren Messergebnissen, als wir es jetzt im Rahmen von diesem Projekt über die 100 Projekte machen können. Diese Buchpublikation ist eben im zweiten Quartal 2022 denn verfügbar. Also einmal der Endbericht circa im April wahrscheinlich und dann das Buchprojekt im zweiten Quartal. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Roskopf-Nachbauer, für den sehr informativen und mit Zahlen gefütterten Vortrag. Das Projekt, wie gesagt, läuft noch und deswegen ist es vielleicht noch zu früh, die Empfehlungen jetzt schon zu treffen. Aber ich sehe im Chat, entwickelt sich schon eine Diskussion und Projektpartner Günter Lang ist da auch involviert. Deswegen würde ich jetzt angesichts der vorangeschrittenen Zeit auch jetzt keine spezifische Frage stellen, weil auch der nächste Vortrag sehr gut dazu passt. Und vielleicht, dass wir danach, also bevor wir schließen, noch einmal kurz auch beide Projekte Fragen stellen. Gut, der Herr Lampersberger von I7 hat die Präsentation schon gestartet. Paul Lampersberger, Projektleiter bei E7 Energy Innovation Engineering, wie es richtigerweise heißt, beschäftigt sich im Rahmen von nationalen und internationalen Forschungs- und Beratungsprojekten mit der Steigerung der Energieeffizienz als Energieauditor. Er beschäftigt sich auch mit dem Einsatz von erneuerbaren Energien sowie der Umsetzung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Das Projekt Nearlight Monitoring ist auch ein Stadt-der-Zukunft-Projekt und beinhaltet die messtechnische Untersuchung von energieeffizienten Gebäuden. Bitte, Herr Lampersberger. Danke, Herr Wawert. Schönen guten Vormittag an das Auditorium, auch von meiner Seite. Ich versuche, die Zeit einzuhalten und beginne gleich direkt mit der Vorstellung unseres Monitoring-Projekts. Wie gesagt, der Name ist Delight Monitoring. Das Projekt ist im
Frühjahr 2021 abgeschlossen worden. Wir haben es von Mitte 2019 bis Frühjahr 2021 betrieben. Unser Projektpartner war EUDT aus Klagenfurt, die uns bei der technischen Umsetzung der Monitorings auch stark unterstützt haben. Ja, und es war ein Stadt der Zukunft Projekt, eine F&E-Dienstleistung, die direkt ausgeschrieben war. Das Ziel war, 11 innovative Demonstrationsobjekte aus Österreich zu monitoren, großvolumige Objekte, die wir im Vorfeld mit dem Programmmanagement ausgewählt haben. Es waren unterschiedliche Nutzungsarten vorgesehen. Wir haben Wohnbauten drinnen, wir hatten Bürobauten, Bauten für Bildung und Sport waren dabei. Wir hatten ein Seniorenwohnheim dabei und zwei Krankenhausbauteile hatten wir auch in den Monitoring-Demobjekten dabei. Und Ziel war es, ein Monitoring der Energieverbräuche und der Komfortparameter zu machen und das hochaufgelöst. Also so in 15 Minuten Zeitintervall haben wir die Daten erhoben, diese dann laufend analysiert und für ein gesamtes Betriebsjahr ausgewertet. Das Ganze hat das oberste Ziel gehabt, einmal zu schauen, wie sind die Energieverbräuche und die Komfortbedingungen in den Gebäuden und welche Optimierungen kann man da ableiten aus dem Monitoring, welche Potenziale sehen wir daraus aus diesen Daten und in weiterer Folge auch Empfehlungen für zukünftige Gebäude, für einen effizienten Anlagen- und Gebäudebetrieb. Genau. Hier eine Übersicht der Demonstrationsgebäude, etwas detaillierter. Ich werde da ein bisschen schneller drüber gehen. Zu Beginn die ersten drei Objekte von links gesehen sind die großen Wohnbauten. Wir hatten hier ein Wohnobjekt, das heißt Wohnprojekt Wien mit dem Standort im zweiten Bezirk in Wien. Das ist ein Co-Housing-Wohnprojekt im niedrigsten Energiestandard. Dort sind 39 Wohnungen vorgesehen oder umgesetzt worden und im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss gibt es auch Gewerbeflächen. Dann haben wir in Innsbruck das Passivhaus Wohnhaus St. Paulus untersucht. Das ist von der Neuen Heimat Tirol ein Objekt mit 10 Stockwerken in Passivhausbauweise und das sind 70 Wohneinheiten in Miete umgesetzt worden. Dann haben wir ein großvolumiges Wohnobjekt, das Messequartier in Graz mit dem Bauabschnitt 1 gemonitort. Das ist ein sehr großvolumiger Wohnbau, also langgestreckte Baublöcke sind es, wie sie hier auf der Abbildung zu sehen sind. Wir haben da drinnen Wohnnutzungen, aber in unterschiedlicher Ort. Wir haben da Wohnnutzungen für Studenten. Wir haben Seniorenwohnungen und Mietwohnungen. In Summe sind es 149 Mietwohnungen, 90 Studentenheimplätze und 21 Seniorenwohnungen. Genau, dann haben wir das Seniorenwohnhaus in Itzling in Salzburg untersucht. Das ist ein sehr innovatives, lichtdurchflutetes Wohnobjekt für Senioren. Das haben wir untersucht. Dann waren die zwei Krankenhausbauteile, ein Schwerpunkt auch bei unseren Analysen. Also eines war in Innsbruck, das ist das der Bauteil Kinder- und Herzzentrum Innsbruck, Bauabschnitt 2 von den Tirol-Kliniken. Dort sind in Summe etwas über 200 Betten situiert und dieser Bauteil hat auch sehr viel Medizintechnik enthalten, das heißt auch von der technischen Seite sehr herausfordernd zu monitoren und dementsprechend sind auch die Energieverbräuche zu unterscheiden gegenüber dem zweiten Krankenhausbauteil, der Krankenhausbauteil St. Josef, Bauteil 10 in Wien. Dort ist es mehr oder weniger eine reine Bettenstation, die in Passivhaus-Standard errichtet wurde und steht schon im Gegensatz zum Innsbrucker Bauteil ganz anders da jetzt von Energieverbräuchen. Wir haben dann weiters die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf gemonitort. Das ist ein Low-Tech-Konzept-Bürogebäude, wo eine innovative Kühl- und Lüftungslösung umgesetzt wurde. Dann haben wir die Plus-Energie-Sporthalle Liefering in Salzburg gemonitort.
Die Bezeichnung sagt eh schon alles, plus Energie mit sehr viel Innovation von der Erzeugungsseite und auch von der Speicherwirksamkeit mit der Betonkernaktivierung in diesem Objekt vorhanden. Dann haben wir die Arbeiterkammer Oberösterreich gehabt mit dem Bildungshaus Jägermeierhof in Linz. Dort wurde eine Mustersanierung umgesetzt. Das war ein sehr spannendes Sanierungsmonitoring. Wir hatten einen Low-Tech-Kindergarten auch noch von der Neuen Heimat Tirol in Innsbruck gemonitort. Dort wurde ein Fensterlüftungskonzept umgesetzt. Das haben wir uns genauer angeschaut im Monitoring. Und zu guter Letzt auch ein hochtechnisierter Bürobau von der BIC, von der Bundesimmobiliengesellschaft mit Standort in Wien. Dort haben wir uns angeschaut, wie die Verbräuche im Bürobau im hochtechnisierten ausschauen. Dieses Gebäude hat eine ÖGNI-Platin-Zertifizierung. Soweit zur Übersicht der Gebäude. Ich möchte mich in meinem Vortrag jetzt auf einige wenige Schwerpunkte konzentrieren, weil die Zeit nicht mehr hergibt. Aber den ersten Schwerpunkt wollte ich mal legen bei den großvolumigen Wohngebäuden. Wir haben, wie schon vorher gesagt, das Wohnprojekt Wien gehabt, das Wohnhaus St. Paulus in Innsbruck und das Messequartier in Graz. Innsbruck und Graz hatten den Passivhausstandard und das Wien hat einen niedrigsten Energiestandard von der Gebäudehülle her. Von der Energieseite schaut so aus, dass wir hier spezifische Kennzahlen aufgelistet haben, was den Heizenergieverbrauch betrifft, also Heizenergieverbrauch spezifisch bezogen auf die Bruttogrundfläche, im Gegensatz zu meinem Vorredner, der hat es auf die Nettogrundfläche bezogen. Wir haben sie auf die Bruttogrundfläche BGF bezogen, weil das die spezifischen Referenzwerte auch vergleichbar mit dem Energieausweis oder anderen Berechnungen oft gut durchführen lässt. So haben wir hier die Bandbreiten aufgezeigt. Ich habe ja dargestellt die BGFs. Man sieht nur mal, die sind auch von der Volumität sehr unterschiedlich. Das Wohnprojekt Wien hat ein bisschen mehr als 6000 Quadratmeter BGF und das Messequartier in Graz, Bauabschnitt 1, die haben knapp 20.000 Quadratmeter BGF. Beim Heizenergieverbrauch zeigt sich, dass man da in einer Bandbreite zwischen 49 und 59 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr liegen. Das am unteren Ende liegt das Grazer Objekt und an der oberen Latte liegt Innsbruck mit dem Passivhaus. Die Werte liegen relativ knapp beieinander. Klimatische Einflüsse wurden hier jetzt nicht herausgerechnet. Somit sind es die aktuell gemessenen Werte. Und wenn man das nochmal runterbricht auf den Warmwasserverbrauch und inklusive der Warmwasserverluste, dann sieht man, dass der Warmwasserverbrauch so circa die Hälfte des Heizenergieverbrauchs ausmachen. Also von den 59 Kilowattstunden pro Quadratmeter Heizenergieverbrauch in Innsbruck haben wir sogar mehr als 50% Warmwasser. Energiebedarf, also 36 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr feststellen können. Auf die Themen der Energie für ein Warmwasser möchte ich dann auf der nächsten Folie nochmal genauer eingehen. Ich möchte nur hier auch sagen, dass da in Zukunft auch Wert gelegt werden soll, auf der Warmwasserseite effizienter zu werden, weil man eben auch sieht, ja, die Verbräuche pro Jahr gesehen sind 50% oder mehr vom Heizenergieverbrauch, was dem Warmwasser zuzurechnen sind. Stromverbrauch, hier haben wir die Bandbreite des allgemeinen Stromverbrauchs der Objekte drinnen. Wir haben hier keine Wärmepumpenlösungen, sondern durchwegs Fernwärme und unterstützt mit Solarthermie. Und hier haben wir die allgemeinen Stromverbräuche ohne Haushaltsstrom aufgeführt. Wir liegen zwischen 7 und 11 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr vom allgemeinen Stromverbrauch. Da ist enthalten Pumpenergie für die
Verteilung im Haus, die Lüftungstechnik und natürlich Beleuchtung und Sicherheitstechnik. Wie schaut es beim Komfort und bei der Luftqualität aus in den Objekten? Ganz pauschal kann man sagen, im Sommer haben wir teilweise sehr hohe Raumtemperaturen vorgefunden in diesen Untersuchungswohnungen, die wir angeschaut haben. Wir haben im Winter vielfach schon erhöhte Raumtemperaturen auch vorgefunden und auch die Raumluftfeuchten liegen vielfach unter dem optimalen Bereich. Also wir haben geringere Raumluftfeuchten als wie sie sein soll, zwischen 40% und 60% Raumluftfeuchte, was so der optimale Bereich wäre. Bei der Luftqualität, jetzt bezogen auf den CO2-Gehalt der Luft, liegen wir durchwegs bei allen Gebäuden ganzjährig bei im sehr guten Bereich. Das ist zu begründen auch mit der mechanischen Wohnraumlüftung, die alle Gebäude enthalten haben. Also ein wichtiges Learning ist, was ich da jetzt gelb hier angeführt habe, ist, dass die vor allem bei der Warmwasserenergieverbrauch, aber auch auf der Komfortseite das Ganze der abhängt von den Nutzerinnen. Wir haben feststellen müssen, dass in Abhängigkeit der Nutzer die Energieeffizienz oder die Energieverbräuche sehr hoch sind und man kann Energieeffizienz damit steigern, wenn man die Nutzerinnen sensibilisieren könnte oder würde, und das wird auch von den Bauträgern jetzt ganz gezielt angegangen, vor allem auch die neue Heimat Tirol mit dem Passivhaus-Wohnhaus hat das ganz gezielt vor. Sie haben sogar ein eigenes Forschungsprojekt dazu, wo sie auf die Nutzerinnen eingehen möchten und in Zukunft auch verstärkt Energieeffizienzpotenziale mit Verdeutlichung der Änderung von Nutzerverhalten herbeiführen möchten. Ein Schwerpunktthema war auch, wie schaut es aus bei der zentralen Warmwasserbereitung im Wohnbau vor allem. Wir haben da das Beispiel Wohnprojekt Wien herangezogen. Da haben wir eine zentrale Warmwasserbereitung mit Zirkulation bis zu den Wohnungen. Und wir haben uns angeschaut, ja, was sind die Verbräuche so von der Zapfung alleine und was die Verteilverluste und Speicherverluste ausmachen. Und das zeigt sich auch hier sehr deutlich. Die Verteilverluste sind rund 50% oder hier ganz genau 47% bei diesem Objekt, dass durch die Verteilung und die Speicherung durch das zentrale Warmwasserversorgungskonzept hervorgerufen werden. Das Ganze findet auch ganzjährig eben halt auch statt. Die Zirkulation, die darf nicht abgeschaltet werden und ist natürlich erforderlich. Es sind sehr hohe Verbräuche, die 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr rein für Verteilung und Speicherverluste. Das ist aber auch sehr typisch für diese Art der Bereitstellung. Und wie ich vorher schon genannt habe, wäre es aus unserer Sicht sehr zielführend, dass man in Zukunft alternative Warmwasserversorgungskonzepte für den Wohnbau, aber auch für andere Gebäudenutzungen entwickelt. Auch schaut, wo dezentrale Versorgungen, auch vielleicht elektrisch dezentral Sinn machen. Also das sollte man sich in Zukunft vornehmen, auch für Neubauten und Sanierungen. Bei den Bestandsgebäuden ist klar, man soll darauf achten, Wärmedämmung und kurze Leitungswege bei den Zirkulationsleitungen und Temperaturanpassungen, sodass die hygienischen Vorgaben erfüllt werden, sollten vorgenommen werden. Wir haben uns dann noch das Schwerpunktthema alternative Lüftungskonzepte angeschaut, mit dem Beispiel Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf. Dort ist eine automatische Fensterlüftung mit einem Nachtlüftungskonzept zur Kühlung umgesetzt worden und eine Lüftungsanlage mit adiabater Kühlung in der Abluft zur Befeuchtung der Abluft und Kühlung vorgesehen und ist auch umgesetzt worden. Da kann man zusammenfassend sagen, dieses Low-Tech-Konzept funktioniert sehr zufriedenstellend. Die Nutzerinnen sind auch damit sehr zufrieden. Ich gehe jetzt nicht aus Zeitgründen nicht auf diese Grafik, auf die Auswertungsgrafik ein, aber es lässt sich zusammenfassend sagen, es ist ein großer Vorteil in diesem Objekt und auch dem Standort entsprechend gut abgestimmt worden, dass man mit Nachtkühlung dort einiges bewirken kann und zusätzlich mit der adäquaten Kühlung die Raumkonditionen in den Bürobereichen gut zustande bringt, ohne einer aktiven
Kühlung. Also ist keine Kältemaschine oder ein zusätzliches Abgabesystem jetzt vorgesehen worden. Und damit sind alle sehr zufrieden. Das hat sich als positiv ergeben. Das zweite Objekt ist der Low-Tech-Kindergarten in Innsbruck mit der automatischen Fensterlüftung. Der hat jetzt, dort ist verzichtet worden auf eine mechanische Lüftung und auch kein Kältesystem errichtet worden. Hier sehen wir, dass man bei dem Low-Tech-Konzept schon auch Nachteile hat. Also das Lüften funktioniert zwar auch, dass man in der Nacht im Sommer vor allem da die kühleren Außentemperaturen zur Kühlung des Objekts verwendet, das funktioniert. Aber wir haben den Nachteil gesehen, dass man bei der Raumluftqualität, vor allem in der Heizperiode im Winter, schon größere Nachteile haben. Die Raumluftqualität leidet darunter bei höheren Belegungszeiten, vor allem an den Vormittagen. Hier an der Grafik sieht man, dass man zum Teil in so Vollbelegungszeiten am Vormittag in der Winterperiode über 2500 ppm CO2-Konzentration auch vorliegen haben. Das ist diesem Low-Tech-Konzept geschuldet. Was haben wir uns noch angeschaut? Die Erträge der Solartechnologien. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Kennzahlen, also die spezifischen Ertragszahlen für Photovoltaik und Solarthermie ein, die hier aufgelistet sind. Ich möchte nur gesamt sagen, dass die Erträge meist gut den Planwerten entsprechen und auch sogar oft darüber liegen. Das hängt natürlich auch vom Jahr ab, wie die Sonnenscheindauer pro Jahr dann ausfällt. Aber in diesem Monitoring-Jahr war es offenbar bei einigen Objekten wirklich auch so, dass die Planwerte überstiegen wurden. Anlagenfunktion ist bei allen Objekten gegeben gewesen. Das ist sehr erfreulich, dass diese Solartechnologien auch gut funktionieren. Noch eine Empfehlung hinsichtlich auch der Wirtschaftlichkeit möchte ich abgeben. Und zwar wurde bei einzelnen Objekten schon festgestellt, dass es Teilverschattungen gibt, was natürlich dann auf ein bisschen geringere Erträge sich auswirkt. Teilverschattungen durch Bauteile von Objekten selbst oder umliegenden Objekten oder von Bäumen, die nahe am Gebäude herbeistehen. Und zusätzlich möchte ich auch eine Empfehlung abgeben, was die PV betrifft, um den Eigenstromverbrauchsanteil auch steigern zu können, sollte man sich die interne Verschaltung anschauen, wie man an welcher Stelle man die PV-Einspeisung ins Gebäude einleitet. Also das hängt auch von der Abrechnungszählerstruktur stark ab. Und man muss sich das im Vorfeld möglichst gut überlegen, damit man einen hohen Stromanteil auch selbst verbrauchen kann und nicht das über andere Netzzähler dann wieder abgesaugt wird, sozusagen, dass es nicht als Eigenstromanteil gewertet wird. Also das haben wir bei einem Objekt ganz klar feststellen können und da haben wir einen Optimierungsvorschlag machen können. Ja, im Projekt haben wir dann noch multiplizierbare Optimierungspotenziale dann herausarbeiten können. Hier nur exemplarisch ein Auszug zu Heizung und Warmwasserbereitung, was wir da vorschlagen haben können. Zum Beispiel auf der Regelungsseite lässt sich einiges heben an Effizienz aus unserer Sicht, wo man zum Beispiel die Heizfreigabebedingungen sich genauer anschauen kann. Auf der Leittechnik, die sind vielfach oft mit sehr viel Rücksicht auf mit Puffer eingestellt. Da lässt sich sicher einiges immer wieder optimieren. Das haben wir auch hier im Monitoring wieder gesehen. Natürlich hydraulische Einregulierung der Verteilstränge ist auch ein wichtiges Thema, das man immer wieder im Fokus haben sollte. Und Heizungsanpassung für Nichtnutzungsperioden, vor allem für Gebäude, die Wochenendnutzung, also während dem Wochenende nicht genutzt werden oder ganze Urlaubszeiten drinnen sind, zum Beispiel bei Schul- oder Kindergartengebäuden. Natürlich muss man diese Anpassungen von der Heizung dann schon in Abhängigkeit der Bauweise und des Wärmeabgabesystems vornehmen. Aber auf jeden Fall sollte man das auch anschauen, wenn man Optimierungen vornehmen möchte. Auch sehr wichtig, und das war bei einem Objekt dem Betreiber nicht bewusst, dass im Sommer sehr hohe Wärmeverbräuche auftreten können und die sind in diesem Fall durch die Lüftungsanlage mit Vollklimatisierung, also
durch die Zuluftentfeuchtung aufgetreten. Dort kann man, das sollte man auf jeden Fall hinterfragen, ob diese Zuluftentfeuchtungsvorgaben notwendig sind, gegebenenfalls anpassen. Und das hat dann natürlich nicht nur auf den Wärmeverbrauch, sondern auch auf den Kühlenergieverbrauch einen bedeutenden Einfluss. Das waren jetzt einmal die Potenziale als Auszug zu Heizung und Warmwasserbereitung. Und ich möchte hier noch an der Stelle sagen, dass wir in unseren Ergebnisberichten für die anderen Bereiche der Kühlung, die Raumlufttechnik, Beleuchtung und auch Frostschutzeinrichtungen solche Potenziale, Optimierungspotenziale festgehalten haben und im Ergebnisbericht übersichtlich dargestellt haben. Herr Lampersberger, dann bitte zum Schluss kommen. Ja, jetzt bin ich schon bei den Learnings für zukünftige Gebäude. Aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, dass man Überdimensionierung von Anlagen, vor allem für Wärme- und Kälteanlagen, vermeidet. Das hat man auch im Monitoring wieder gesehen. Wie auch meine Vorredner heute schon gesagt haben, sollte man wirklich Zeit in die Planung investieren. Man sollte auch vielleicht sich trauen, nicht nur sich an die Normvorgaben bei der Anlagendimensionierung anzulehnen, sondern auch dynamische Gebäudesimulationen durchführen lassen, sodass man näher zur Realität kommt, was man tatsächlich dann an Anlagendimensionierung braucht. Ganz besonders ist es wichtig, wenn man sehr viele erneuerbare Systeme integriert hat, insbesondere bei Wärmepumpensystemen. Da stellt man schon fest, Taktbetrieb und Teillastbetriebe sind nicht so effizient. Wenn sie überdimensioniert sind, ist es aber dann oft leider so. Und somit sollte man das schon in der Planung genau im Fokus haben. Auch bei der Planung wichtig, Formulierung von überprüfbaren Performance-Zielen und das Ganze auch schon integriert in die Ausschreibung, damit man da von Beginn an weiß, was aus der Planung jetzt die Zielwerte sind, dass die dann im weiteren Schritt in der Inbetriebnahme und im Betrieb des Objekts dann auch überprüfbar werden über ein Monitoring. Und da bin ich schon beim Monitoring. Eine Realisierung einer Grundausstattung an Monitoring-Infrastruktur ist aus unserer Sicht mit hoher Priorität zu bewerten. Also man sollte unbedingt eines einführen, zumindest in einer Grundausstattung, damit man einfach eine Möglichkeit hat, Energieflüsse im Objekt zu erfassen, auszuwerten und auch gegebenenfalls bei Abweichungen dann das entsprechend bald zu merken und gegenzusteuern. Das ist aus unserer Sicht sehr wichtig. Und das technische Monitoring ist dann noch eine Ergänzung, die aus unserer Sicht auch sehr wichtig ist, dass man auf der Anlagenebene, zum Beispiel bei der Lüftungstechnik, die sehr viel Energieverbrauch hervorruft, dass man da nochmal gezielt auch hinschaut und die Betriebsfälle der einzelnen Anlagen und die Funktion der einzelnen Anlagen überprüft. Das sollte auch schon in der Planung mitgedacht werden. Ja, hier habe ich nur den Link eingefügt. Das ist der Ergebnisbericht, der alles zusammenfasst. Über 200 Seiten geballte Informationen zu den Objekten und zu den Erkenntnissen. Gerne, wer Interesse hat, ich hoffe, ich habe das Interesse wecken können, bitte hier einfach downloaden. Und ja, einen Ausblick möchte ich auch noch geben. Das ist heute schon gefallen. Wir sind auch beteiligt bei einem neuen Monitoring-Breitentest, wo wir Bauteilaktivierungen monitoren möchten. Und das starten wir gerade. 18 Demogebäude in Österreich werden da gemonitort, wo wir den Schwerpunkt auf bauteilaktivierte Gebäude legen. Da dem Projekt Lead die AI Intech und wir als E7 sind auch Projektpartner. Somit danke für die Aufmerksamkeit.